Hallo zu diesem Esel. Nein, kein Esel. Ein sehr komisches Hausflipper. Nein. Hallihallo. Ja, ich bin schlimm. Ich wollte nicht wieder was Neues anfangen. Und was will ich machen? Ich will wieder was Neues anfangen. Wobei, neu in Klammern. In Klammern. Ich habe es damals auf der PlayStation gespielt. Das war Final Fantasy 15. Hab's durchgesuchtet, noch und nöcher. Und die letzten Tage überkam es mich. Ich wollte Final Fantasy 15 spielen. Auch was wollte ich von Final Fantasy 15 spielen? Und ja, hier sind dann halt noch die Spielstände von meinem Freund. Oder? Nein, doch nicht. Heute denke ich, das ist das von meinem Freund. Glaube ich. Denke ich. So oder so spielt es nicht zur Sache. Das ignorieren wir. Den Part ignorieren wir auch, weil da hatte ich jetzt Lust. Und für den Stream fange ich einfach was Neues an. Ja, mal wieder. Denn hier in dem Kapitel kann ich einfach rumschnetzeln, noch und nöcher, wenn ich mal Lust habe. Und wenn ich dann doch mal was anderes machen will, außer ESO, Hausflipper oder halt anderen Gedöns. Stimmt, wir haben noch Coral Island für zwischendurch. Aber manchmal hat man einfach Lust auf weitere Spiele. Und das machen wir jetzt. Einfach ein neues Spiel machen. Uff. Erwartet bitte nicht so viel. Ich bin komplett verpeilt und werde wahrscheinlich ziemlich oft draufgehen. Oder ziemlich schlecht spielen. Aber egal. Ich mag das. Übrigens muss ich mich dabei noch bei Funk bedanken. Weil Funk hat das damals im Stream gespielt. Uff. Ich habe mich sofort in das Spiel verliebt. Ich fand das so gut. Wobei man vorher sagen muss, das Spiel, was ich davor von Final Fantasy gespielt habe, war Final Fantasy 10. Und das hatte ich auch nur angespielt, weil ich das damals mal ausgeliehen hatte. Aber gut. Verbeilt. Komm, starten wir. Neues Spiel. Will ein Schwierigkeitsgrad. Ja, komm, wir nehmen normal. Wir werden zwar viel verkacken, aber wir nehmen normal. Ja. Auf leicht sind die Kämpfe einfacher und du erhältst gelegentlich Hilfe. Der Schwierigkeitskartendo fängt gut an. Genau, der Schwierigkeitskartendo kann jederzeit angepasst werden. Ja. Aber wir wollen den normalen Kartendo haben. So. Möchtest du das Tutorial spielen? Nein! Final Fantasy 15. Und so war das Schicksal in die Hände des zukünftigen Königs gelegt. Natürlich musste der König warten, wie wir alle warten mussten, nämlich auf den Ladevorgang. Man beachte diese gar wundersame Geschwindigkeit, mit dem der Ladebalken sich seinem Ziel, wenn auch langsam, nähert. Oh! Dies ist die Geschichte des Königs, der auserwählt wurde, die Welt zu retten. Wie immer. Er greift wieder an! Er kommt! Neuer Versuch! Hier! Okay! Auf ihn! Ach, ich freue mich. Vor dem Fall mit den drei Punkten. Die Stunde des Abschieds ist gekommen. Du hast meine Erlaubnis zum Aufbruch, Noctis. Danke, Eure Majestät. Nun geh, mögen die Götter dich schützen.
Ja. Hey. Prinz zu sein ist auch nicht leicht. So viel zu höfischer Etikette. Ach, kannst du dich nicht einmal am Riemen reißen? Euer Hoheit! Was denn? Ich will dir noch etwas mit auf den Weg geben. Du legst deinen Kameraden eine schwere Bürde auf. Musst du gerade sagen. Ich erwarte nicht, dass ihr seine Launen zügelt. Lediglich, dass ihr sie ertragt. Sehr wohl, Majestät. Wir sorgen dafür, dass der Prinz Altissia sicher erreicht. Ja, genau. Ich will nicht drängeln, aber Kor wartet schon. Drathos, pass gut auf ihn auf. Und noch etwas. Benimm dich im Beisein deiner künftigen Frau. Selbstredend, Majestät. Und ihr zollt unseren Gästen aus Niflheim gebührend Respekt. Du hast keinen Grund zur Sorge. Ihr auch nicht. Noctis, sobald du aufgebrochen bist, gibt es kein Zurück mehr. Glaubst du, ich kneife? Bist du wirklich dazu bereit, deine Heimat hinter dir zu lassen? Nur keine Angst. Ich bist du fürs Erste los. Dein Weg ist lang. Wo auch immer er dich hinführt, das Erbe der Luzis geht mit dir. Gib nie auf, mein Sohn. Speichervorgang. Bitte warten Sie. Kapitel 1. Der Aufbruch. Ach ja. Da denke ich mir einmal, dass ich den Text nicht vorlese und der Ladebalken gibt mir genügend Zeit, dass ich den Text hätte vorlesen können. Aber okay. Okay, dann eben nicht. Na, komm schon. Zwecklos. Weht ein rauer Wind hier draußen. Tja, der Preis der Freiheit. Dann müssen wir wohl wieder schieben. Was? Mein Tank ist doch auch schon leer. Aufstehen, Männer. Na los. Autsch! Wird's bald? Hey! Ich dachte, Autos sind zum Fahren da. Theoretisch schon. Genug gemault. Fertig? Ja, ja. Und los! Ist das nicht herrlich? Super Start. Ach, ist das toll. Echt unglaublich. Willkommen im Leben, Prinz Noctis. Oh, wir sind zu schnell gefahren. Aber wenn's doch so einen Spaß macht. Ein schöner Einstand jedenfalls. Ach komm, Gladio. Was denn? Das schaffst du auch alleine. Von wegen. Als würden wir einen Unterschied machen. Pronto. Finger an die Karre. Ihr solltet euch den Atem sparen. Und du mit mir tauschen, Ignis. Du warst doch gerade erst im Wagen. Ja, genau. Ich bin der Nächste. Hörst du? Mir fallen die Arme ab. Kann sie dir auch ausreißen? Ist ja schon gut. Geht keiner ran? Nein, ständig besetzt. Sag mal, geht das nur mir so? Oder ist der Weg länger geworden? Keine Angst, die Karte stimmt. Laut der müssten wir längst da sein. Oder schon dran vorbei. Als könntet ihr Karten lesen. Ach, ich lieb die Szene. That we look upon.
toller Start ins Abenteuer. Die Welt ist groß und voller Wunder. Ja, Wunderfüße. Sag mal, schiebt ihr überhaupt? So fest ich kann. Mit voller Kraft. Ach ja. Zack, unterbrochen, knallhart. Tja, Hauptdarsteller dieses Spiels ist Ladevorgang. Hammerhead ist eine Ortschaft. Wer hätte das gedacht? Hey, da seid ihr ja. Und, wer ist der Prinz? Ah, höchst erfreut, Euer Hoheit. Glückwunsch zur Hochzeit. Noch bin ich Single. Da hat Luna Freya wohl den Hauptgewinn gezogen, was? Wir haben es nicht eher geschafft. Hebt euch die Ausreden lieber für den Chef auf. Und du bist? Sydney. Sid Sophias Enkelin. Ich arbeite hier. Sieh sich das einer an. Ihr verwöhnten Gören kennt keine Wertschätzung. Der Wagen ist unbezahlbar. Du bist also Noctis. Ja. Pah, als hätte man deinem Vater die Würde rausgeprügelt. Was? Hast einen langen Weg vor dir, Junge. Dumm glotzen bringt dich nicht ans Ziel. Wird eine Weile dauern. Schieb den Wagen rein und dann schwert ab. Okay, ihr habt Großvater gehört. Mir nach. Jetzt heißt es also warten. Das war noch nie meine Stärke. Meine auch nicht. Ach, jetzt sind wir im Spiel. Ach, ist das toll. Ist das toll. Das Erste, was wir machen, ist uns einen Speicherslot aussuchen. Und ich nehme den Nummer 6, damit ich das ja nicht verwechsel mit anderen. Den aktuellen Fortschritt speichern. Ja, bitte. Dahin. Stufe 1. Oh, wir sind ja weit gekommen. Ist das toll. Und, Ausrüstung. Im Menü kannst du unter Ausrüstung Waffen, Accessoire, Kleidung und Kommandos der Gefährten wechseln. Noctis kann maximal 4 Waffen anlegen, einschließlich Zauber. Seine Gefährten nur 2. Oh. Eine Legende zu allen Symbolen kannst du im Menü mit Y aufrufen. Schließen. So, das Erste, was wir machen, haben wir Accessoires. Wir haben Accessoires, stimmt, wir haben ja die Windows Edition. Vor selbstverursachten magischen Schaden, ja bitte. Ich bin nämlich tollpatschig und bei meinem Glück rennen die dann genau da rein und sterben alle. Stimmt, wir haben ja haufenweise Uniformen noch. Oh, ist das toll. Ah, okay. Ich werde wahrscheinlich das hier nehmen. Das ist hier zu formell, hallo. Ah, nein. Tollpatsch, der bin wieder am Start. So. Ja, der Controller hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Der verzieht nämlich hier ab und an, aber... oh Gott. Ja, nee, ist klar. Das Event habe ich auf der PlayStation leider nicht mitgemacht. Das hat mich etwas geärgert. Das hatte ich leider auch nicht mitgemacht. Was auch ärgerlich war. Verdammt. Und das hatte ich auch irgendwann bekommen, aber ich finde die so schrecklich. Weswegen ich das hier nehmen werde. Dann haben wir Gladio. So, Gladio. Was haben wir denn hier? Gewährt dem Fähigkeitspunkt-Bonus, wenn die Offensive in der Kampfbilanz außerhalb des Trainings mit S bewertet wird. Ach komm, nehmen wir mit. Er hat leider nicht so viel. Hallo Tora, hallo Alex. Hallo, hallo. Oh Mann. So. Freizeitkleidung. Ich denke, ich werde das hier auch nehmen. Sieht einfach schrecklich aus. So, dann haben wir das. Nebenwaffe haben wir ja noch nicht. Wir haben ja gerade erst angefangen. Was haben wir denn hier? Gewährt einen Fähigkeitsbonus, wenn die Zeit in dem Kampfbilanz außerhalb des Trainings mit S bewertet wird. Ja.
Schlüssel zum Glück erhöht die Rate für Gegenstände nach dem Sieg über Gegner. Achso, das hätte ich auch Gladio geben können. Naja. Ich werde das ihm geben. Komm, die Magitech müssen wir uns jetzt nicht nochmal angucken. Das tun wir uns jetzt nicht nochmal an. Und Prompto. Auch ich mag Prompto. Ich mag sie eigentlich alle. Noctis wirkt ein bisschen speziell, aber gut. Zack. Kampfuniform der Königsgarde. Moin? Moin, moin. Ja gut, moin kann man immer sagen. Ich wollte schon sagen, weil morgen haben wir jetzt schon lange nicht mehr. Ey, hörst du wohl auf, Controller, dich so zu verziehen? Ja, das nehmen wir. So, dann haben wir den wichtigen Teil schon getan. Galerie gucken wir uns irgendwann mal an und Zeitaufträge bin ich überhaupt nicht dabei. Und wie ihr seht, wir sind verdammt reich als Königsgarde und als angehender König. Wir haben nämlich 0,0 nichts und davon eine Menge. So, zack, mitten hier in Hammerhead umgezogen. Kriegen wir hin. So. Und ich muss zugeben, Sid von Gestaltung her, also Sydney ist halt ganz cool, aber irgendwas... Die Stimmlage, habe ich das Gefühl, passt nicht so 100%. Aber es ist nur ein Empfinden. Hey, ihr Jungs seid doch zum ersten Mal hier, oder? Ach, ich gebe euch eine Karte, damit ihr die Gegend erkunden könnt. Oh, cool. Wenn man bis morgens Eriks Birthday-Stream schaut, dann ist halt erst mittags. Moin. Ja, das stimmt schon. Also ich habe so lange nicht durchgehalten. Ich war müde. Weil meine Zeiten sind ja normalerweise immer so 5:30 aufstehen und gegen 21, 22 schon ins Bett gehen. Da ich gestern schon fast bis 11 wach blieb, war schon ein Wunder. Die Navikarte. In deiner Navikarte in der rechten oberen Ecke wird eine Gabel und ein Messer. Nein, ein Restaurantsymbol angezeigt. Orientiere dich daran, um das Restaurant zu finden, wo du mehr über die Umgebung in Erfahrung bringen kannst. Okay, mal gucken, was es hier so gibt. Stein. War klar. Such zu den Waffen. Ebony Kaffee haben die auch. Das wird Ignis aber freuen. Hä? Gel? Was ist das denn? Eine andere Währung? Hier können wir sowieso nichts kaufen. Ne, Gladio? Ich finde es mal interessant zu gucken, wo die alle rumschwirren. Ignis ist hier vorne, den haben wir ja schon gesehen. Und da er von Kaffee geredet hat, ist er natürlich hier. Noct, ich glaube, unser Geld ist hier nichts wert. Nee? Ignis hat bestimmt was gewechselt. Ich frag ihn mal. Übernachtung mit Selbstverpflegung. Ignis. Nein! Der Klassiker. Ich will mit Ignis reden und nicht Ignis tanken. So. Noct. Warte mal kurz. Unser ganzes Geld ist für die Reparatur draufgegangen. Ich würde gerne Sydney um Rat fragen. Wir sind völlig abgebrannt? Ja, ganz genau. War das nicht ein bisschen Wucher für eine einfache Wartung? Dieser Halsabschneider. Gladio, du warst vorhin woanders. Aber okay. Wollen wir halt nochmal Sydney fragen. So. Also falls wie jetzt gerade die Karte aufgeht oder halt der sich ein bisschen verzieht, das liegt am Controller. Leider. Also spätestens wenn wir die Schokobos haben, wird man das wahrscheinlich ein bisschen merken. Aber ich hoffe, das wird uns nicht zu sehr stören. Hallo Sydney. Nanu, der Wagen ist noch nicht fertig. Was wollt ihr? Ein Rad. Den Preis runterhalten. Geld leihen, Gladio vorschicken. Nee, den Preis runterhalten. Runterhandeln. Die Wartung ist ziemlich teuer, nicht? Ach, ich verstehe. Typisch Großvater. Hat euch sicher extra zu viel abgeknöpft. Nehmt's ihm bitte nicht übel. Das ist einfach seine Art, euch an den Ernst des Lebens zu gewöhnen. Zu Geld kommt man hier am schnellsten als Jäger. Wollt ihr es mal versuchen? Ja. Der Opa hat Nerven. Naja, was will man machen? 10 Fähigkeitspunkte erhalten. Ja, das ging ja schnell. Öffne das Menü und wähle Fähigkeiten. Fertigkeiten, nicht Fähigkeiten. Fertigkeiten, um unter Verwendung von Fertigkeitspunkten die Gruppe weiterzuentwickeln. Oh, öffnet das schon für mich selber. Okay, Fertigkeiten.
Im Menü kannst du unter Fertigkeiten die Fähigkeiten der Gruppe weiterentwickeln. Für das Erlernen von Fertigkeiten brauchst du Fertigkeitspunkte, FP. Fertigkeitspunkte kannst du auf unterschiedliche Weise sammeln. Du erhältst sie zum Beispiel beim Stufenaufstieg, durch Missionserfolge, das Abschließen von Aufgaben oder auch durch richtig gewählte Antworten im Gespräch mit deinen Freunden. Aha. Was ich am liebsten mache, ist jetzt mit Erkunden. Weil da gibt es eine Sache. Nicht den Kescher, nicht den hier. Die Fernwärmung. Mist haben wir noch nicht, aber den will ich so schnell wie möglich ausbauen. Weil dann kriegen wir nämlich Fertigkeitspunkte dafür, dass wir einfach nur mit dem Wagen rumfahren. Und das werden wir am Anfang ziemlich oft machen. Wieder zurücklegen bestimmter Distanz. Die kann ich alle noch nicht nehmen. Grrr. Ja gut, müssen wir erstmal hier gucken. Ausweichen verbraucht weniger LP. Oh ja, das brauche ich. Bitte. Weil ich bin manchmal sehr schlecht und tollpatschig. So, wow, wir haben jetzt sehr viel geschafft. Aber seid vorsichtig. Nachts treiben sich hier sicher rum. Mhm. Hier, eine kleine Anzahlung. Oh. Reicht zum Übernachten. Aber kein Wort zu Großvater. Ist das klar? Reicht zum Übernachten. Wenn ich wüsste, wie teuer die Übernacht ist. Aber das machen wir später, weil als allererstes brauchen wir nämlich... Überprüfe dein Inventar und ordne Verbrauchsgüter, die du im Feld oder Kampf in der Gegenstandsmenü benutzen kannst, neu an. Überprüfen. Heiltrank haben wir 5, Phönixfeder 2, Elixier 1. Das wirkt mir jetzt ziemlich wenig bei der Rate, die ich sterben werde. Aber wir gucken uns jetzt mal die Preise an. Oh. Reibung war gestern. Schmierfix ist heute. Schmierfix. Oh, eine ganz schöne Auswahl. Ja, so halb. Was haben wir hier? Töpfe und Pfannen für den nächsten Campingausflug. Sie finden nichts, was Sie suchen? Fragen Sie uns. Ob was Gutes dabei ist? Wir haben aus Insomnia genug mitgenommen. Ist ja okay. Oh, da haben wir auch noch was. Junons Supermotorenöl. Damit drehen Sie auf. Aha. Ach, da ist eine Zeitung. Gladio, du stehst ein bisschen im Weg. Zeit für die nächste Inspektion? Dann nichts wie Hand to Hammerhead. Wir spüren jeden Fehler auf. Und ist er noch so klein? Stand irgendwas Interessantes drin? Naja, abgesehen dafür, dass hier Werbung ist. So, hallo. Hallöchen. Um einzukaufen oder die Übernachtung in Unterkünften zu bezahlen, brauchst du Gil. Du kommst an die Währung, indem du Jagdaufträge abschließt, die von den Informanten vergeben werden. Oder gefundene Gegenstände verkaufst. Heiltränke haben wir 5 und die kosten 50 Gil. Das ist ja nicht verkehrt. Ach komm, wir warten. Bis zum nächsten Mal. Marvin. Oh, da bist du schon wieder. Jetzt kriege ich wieder meinen Jingle. Kimi Rocha malt ein wunderschönes Bild. Ach ja. Ach ja. Hey Marvin. So, wir kümmern uns aber erstmal darum, dass wir hier einiges niederschnetzeln. Nachdem... Hier, schau mal. Was denn? Was? Ach, nachdem ich draußen will, willst du jetzt, dass ich wieder in den Laden reinkomme? Ja gut, dann. Die Zeitung habe ich doch schon angeguckt. Oh. Zeit für nächste Inspektion. Ja, haben wir gerade gemacht, Gladio. Ist ja schön, dass du mich nochmal auf die Zeitung hinweist. Ach, Gladio. So, dann gehen wir jetzt rein. Nockt, schauen wir uns das mal an. Was gibt's? Was denn? Ach so, das, okay. Gucken wir mal. Als Sidneys Eltern bei diesem Unfall ankamen, dachte ich, Sid würde den Laden dicht machen. Der Chef sei ja mal ein ganz Lussis. Welches Fleisch dafür wohl verwendet wird? Völlig egal, solange es schmeckt. Boah, für die Art mag ich noch das irgendwie nicht so. Ob der Flitzer da drüben aus Insomnia kommt? Hä, wie kommst du denn darauf? Würde jedenfalls erklären, warum Sid sich drum kümmert. Als würde Sid... sich hier nicht um alle Wagen kümmern. Entweder Sid oder Sidney. So groß ist die Auswahl nicht. Der Wagen ist überholt und betankt. Jetzt kann's jederzeit losgehen. Kämpfe für Recht und Ordnung. Melde dich noch heute bei den Informanten in einem Restaurant in deiner Nähe. Meinst du, wir kommen bis abends an? Wenn wir jetzt losfahren... So süß kann Gemüse sein. Gelee aus 100%ig heimischen Tomaten. Und? Das müsstest doch selbst du runterkriegen. Den roten Glibber. Ich weiß nicht, warum man so eine Abneigung gegen Gemüse jeglicher Art haben kann. So, jetzt muss ich aber gucken. Wir gucken, ob ich irgendwas... Ich will nichts verpassen. Okay. Dann müssen wir jetzt hier vorne. Hallo.
Willkommen. Wollt ihr was essen? In erster Linie möchte ich Informationen. Ihr sucht also Antworten. Ja. Ja, Zeltplätze, sehr wichtig für uns. Parkplätze auch. Ortschaften auch. Und Sammelsuriums. Sehr gut. Dann gern. Essen. Was denn? Ach, wie teuer ist das denn? 700 Gilde, ja nee, ist klar. Informanten haben nicht nur Infos und Essen, sondern auch Jagdaufträge im Angebot. Um die Gegend von gefährlichen Tieren und Sichern zu befreien, musst du einen dieser Jagdaufträge annehmen und die entsprechende Beute erledigen. Melde dich dann wieder bei den Informanten, um deine Belohnung abzuholen. Jetzt verhedder ich mich hier mit meinem Kabel. So. Um deinen Jagddrang zu steigern, musst du die erforderliche Anzahl an Jagdmarken sammeln, die die Mildatio-Jägerzentrale für das Abschließen von Jagdaufträgen vergibt. Je höher dein Jagddrang, desto mehr Jagdaufträge hast du zur Auswahl. Und natürlich fallen auch die Belohnungen besser aus. Das hier sind unsere Problemkinder. Oh, Problemkinder, nehmen wir alle an. Ja. Also, mutig, mutig. Ja. Gezieferbeseitigung. Weiß wow. Das zu schätzen. Okay, die sind. Das ist egal, tagsüber und das ist auch egal. Aber wir nehmen die jetzt erstmal alle an. Sehr freundlich. Damit wir Moneten kriegen. Wir brauchen Moneten. Sehr gut. Bereitet euch gut vor. Ja, so viel wir uns vorbereiten können mit wenig Moneten. So, Jungs. Los geht's. Die erste Mission. Ach, wir müssen die nochmal richtig auswählen. Im Menü kannst du unter Aufgaben jederzeit nachsehen, was du schon erledigt hast und was noch offen steht. Über die Aufgabenliste kannst du auch einen Marker zum nächsten Zielort setzen. Ja, ich würde nämlich zuerst den mittellosen Prinz machen. So, das müssen wir eh machen. So, ab nach da hinten. Gucken, ob wir niedergemetzelt werden. Nein. Prinz stirbt nicht durch eine heldenhafte Jagd. Nein, er stirbt durch einen Autounfall. Sieht aus, als wäre das unsere Beute. Los geht's, Noct. Vorsicht, du hast die Aufmerksamkeit deines Gegners auf dich gezogen. Der Warnbalken am oberen Bildschirm warnt vor dem Angriff. Ja. Jetzt könnt ihr mir hier oben nichts tun. Ha! Halte B gedrückt, um automatisch eine Angriffsserie zu starten, wenn der Gegner in der Nähe ist. Angriffsserie. Waffe wechseln. Ich will keine Waffen wechseln. Bleib gerne bei meinen Waffen. Denk daran, beschwöre den Gegner die passende Waffe heraus. Los jetzt! Das geht so weit. Oh, ich hab's mal geschafft zu parieren. Oh, nein. Schluss mit dem Elend. Hopp. Wow. 3 Fähigkeitspunkte bekommen. Sehr auf gut. Zur nächsten Koordinate. Ist ja gut, wir laufen ja schon. Monsterjagd! Ja, Schnetzelmetzel! Und ja, in diesem Spiel wird sehr viel gelaufen, sehr viel gefahren. Aber ich meine, die Gegend sieht doch mega gut aus. Und da gibt es noch eine schönere Gegend. Aber später mit den Magitech-Motoren ist das gerade in diesem Gebiet so lästig manchmal. Ich meine, gut, da kann man gut leveln. Aber da heißt das, Noct, ich höre Magitech-Motoren. Und ich denke mir, hier sind doch gerade 3 Schritte gelaufen. Hui! Was? Achso, weil wir schon in dem Gebiet sind. Hopp! Weich gegnerischen Angriffen mit X aus und halte die Taste gedrückt, um automatisch auszuweichen. Blockieren. Okay. Blockt! Manchmal ist ein perfekter Block der beste Angriff. Ja, aber die greifen noch nicht an. So. Parade kommt. Hallo? Das ist ja nett, die Gladio. Aber das ist nicht da weg. Exzeptionell. Na komm, 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 greift an. Greift an. Komm, ja komm, komm, komm. Ich will blocken. Okay, die machen gleich die ganze Arbeit. Dann eben nicht. Bist ja richtig in Fahrt. Verausgab dich nicht so, Mann. Aber ich kann mich, gut verausgaben, hallo? Ohne MP kannst du weder ausweichen noch Warpangriffe ausführen. Ja, das wird mir sehr oft passieren. Geh in Deckung oder teleportiere dich über einen P-Punkt Warp. Auch während deines Stasis möglich. An einem hohen Ort befreien. Geh auf Null fallen, um MP zu verlieren.
das wäre da oben. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut, oder? Wir sind fast fertig! Wir sind fast fertig? Wie fast fertig? Kommt, gehen wir weiter. Jungs, was war nochmal genau unser Plan? Wenn der Regalia wieder läuft, fahren wir weiter zum Galdinkai. Von da geht's per Schiff nach Altissia. Direkt in Nocts Hafen der Ehe. Uff. Auto warten! Hochzeit starten. Okay, ist notiert. Oh Mann. Na, ah, ich mag sie. Wobei ich sagen muss, Ignis und Prompto mag ich am meisten. Aber Gladio ist auch schon cool. Achso. Das sind die Letzten. Gebt nochmal alles! Die Serie an Gegnern habe ich doch schon gemacht. Hab ich gerade gemacht. Sie rennt ihn an und wirft ein Schwert auf, um sich zu ihm zu teleportieren und ihn gleichzeitig anzugreifen. Je weiter die Entfernung, desto höher der Schaden. Ja. Gott! Du sprichst die gegnerische Verteidigung mit einem Wurmangriff. So muss das sein. Ja. Nicht verlangt. Wo hast du das denn gelernt? Keine MP zu haben? Warp-Punkt. Ich habe hier so ziemlich keinen Warp. Da. Ach, wie schön verteilt ich mir bin. So. Ich bin überwältigt. Ich bin von meiner Trotteligkeit. Dann bin ich gut. Jetzt hin! Und da muss ich sagen, so gut. Ich bin... Sehr gut. Das wär's. Bäh. Ein Anruf? Vergesse ich immer wieder. Ja? Ich bin's, Sydney. Wie läuft die Jagd? Auch immer die Nummer hat. Sind fertig. Bestens. Könnte ich euch, vielleicht um noch was bitten? Geht um einen Jäger namens Dave. Er meldet sich nicht mehr. Sollte in einer Hütte ganz in eurer Nähe sein. In welcher Hütte? Aha, geht klar. Wir sehen nach. Sydney, was wollte sie? Wir sollen einen Dave für sie suchen. Gibt's eine Spur? Ja, eine Hütte direkt um die Ecke. Ach ja. Nee, was ich sagen wollte ist, ich habe ja jetzt auch irgendwie Final Fantasy 14 angefangen. Ja, meine beste Freundin war schuld. Das ist schon schick, abgesehen von dem ganzen Rumlaufen, aber... In Final Fantasy 15 kann ich einfach hier so rumschnetzeln und Fotos machen. Gladio, weg da. Kann so viele Fotos machen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ich kann dir gleich in deine Nase rein fotografieren. Einfach so. Nee, aber hier, ich weiß nicht, ich mag das hier so gern. Einfach rumschnitzeln, die Gegend erkunden. Einfach toll. Und manchmal verzweifeln. Interagieren. Eine Nachricht? Ja. Rufname Bluthorn. Merkmale rote Hörner, äußerst aggressiv. Sonstiges offener Jagdauftrag für Tauti. Mutiertes Doppelhorn gesichtet. Nacht! Was? Von Regen! Alles klar? Danke, Mann. Vorsicht, sie kommen! Jetzt leg ich los! Übernimm dich bloß! Wow. Ich einfach hier auf einmal besser parieren als im eigentlichen Spiel. In einem Hauptspiel habe ich so gut wie nie parieren können. Automatisch ausweichen. Juhu! Drei Fähigkeiten. Gehen wir! Ja. Hey. Hä? Da drüben ist auch eine Hütte. Wimmelbild Gladio. Hat durch die Fehler gesehen, dass da hinten noch eine Hütte ist. Sehr gut. Items? Meine Lootnase sagt, hier müssten doch hier irgendwo Items sein, oder? Oder hat meine Lootnase versagt? Lootnase. Meine Lootnase hat versagt. Ja, deine Schuhe werden dreckig, Gladio.
in einer Gegend, wo Dreck liegt. Oh, guck mal. Nicht so schnell. Was, Bienen? Das will wohl überlegt sein. Hallo, hallo. Ja, ist ja gut. Meine Fresse. Das habe ich beim letzten Mal bei mir verkackt. Seltsame Tiere. Deine Gefährten arbeiten unter Umständen Strategien aus, die euch im Kampf einen Vorteil verschaffen. Wenn du die Anweisung befolgst, erhältst du Fähigkeitspunkte. Blaue Markierung. Diese Spezies wird Tauti genannt. Sie spießt ihre Beute mit den Stoßzähnen auf und reißt sie so aus der Geborgenheit ihres Baus. Nein, Ned. Teleportiere dich über den Punkt Bob an zwei Orte, um LP und MP-Regeneration zu beschleunigen. Von dort aus kannst du Gegner außerhalb direkt per Warp-Angriff attackieren. Das ist aber nicht nett. Ja, nun wir uns sicher nicht an. Diesmal habe ich es geschafft. Hey, weißt du mal. Geh weg. So. Pronto. Vorsichtig. Gut, vorsichtig. Ich liege am Boden, aber ja. Dort, ich steck dir den Rücken. Danke. Ich verlasse mich drauf. Das ist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Nieder mit den Viechern. Juhu. Sehr gut. Ist dort jemand? Ja. Dave, der Jäger, nehme ich mal an. Wir haben dich gesucht. Alles in Ordnung? Danke. Nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und häng hier fest. Ich war auf Doppelhornjagd. Und ziemlich erfolgreich, will ich meinen. Bis mich dieses eine Exemplar erwischte. Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. Mhm. Natürlich helfen wir. Und ab. Überlasst das einfach uns. Ich danke euch. Dann sperrt mal die Lausche auf. Gut gesprochen, Noct. Los, zeigen wir es der Bestie. Ich sehe rechts ein Item. 30 Erfahrungspunkte erhalten. Ich will zum Item, meine Lootnase. Was mich hier in dem Spiel nur stört, ab und an, das habe ich jetzt nicht Andersrum, das hat jetzt geklappt. Ab und an, wenn du vor gewissen Dingen bist und dann A drückst, dann drückt er nicht, dann springt er. Wir haben es hier mit einer Mutation zu tun. Sowas muss man ausmerzen, bevor es sich ausbreitet. Mhm. Okay, kriegen wir hin. Und wir kriegen ja die ganze Zeit... Nein, Spiele, das Falsche. Erfahrungspunkte. Hier haben wir jetzt zum Beispiel 425. Die kriegen wir aber erst zugerechnet, wenn wir geschlafen haben. Wir haben 62 Erfahrungspopel. So. Angeln werden wir zwar auch tun, aber hier halt weniger. Verlängert die Effektdauer von Gerichten beim Zelten ist auch sehr wichtig. Jetzt haben wir eigentlich die Arschkarte, oder? Nee, Schwertlanze ermöglicht nach dem Angriff in der Luft einen Schritt in die gewählte Richtung. Hm. Nehmen wir mit. Haben wir noch was für 6? Nein, das sowieso nicht. Das auch nicht? Nee. Dann warten wir. Beziehungsweise machen einfach weiter. Einfach umschnetzeln. Hä? Was denn? Ich schlage vor, dass wir rasten und uns gründlich vorbereiten. Aber warum? Ich erwarte dir ein anstrengender Kampf. Bereite dich gut darauf vor, indem du dich in einem nahegelegten Refugium ausruhst, wo Ignis eine stärkere Mahlzeit kochen kann. Ja, okay. Ja, ist ja gut. Gut, dann lasst uns das nächste Refugium aufsuchen. Hier draußen sind ziemlich viele Jäger unterwegs. Sind die so eine Art Gendarmerie? Sie bekleiden dieselbe Funktion, sind aber privat organisiert. An Erfahrung können wir es mit denen nicht aufnehmen. Ich hoffe, die sehen mich nicht in diesem Outfit hier. What? Jetzt zieh dich doch nicht selbst so runter, Prompto. Schließlich war es eine Spezialanfertigung. Die Kleidung weist dich als Begleiter des Königshauses aus. Ja. Trag sie mit Stolz. Ich glaube, das ist die andere Kleidung, von der wir hier reden. Aber okay, Ignis. Was wir hier aber jetzt brauchen, ist ein Zeltplatz.
Wir hatten hier doch irgendwo ein Zelt. Da, am Arsch der Welt. Das heißt, wir müssen erstmal daran vorbei, um da hinzukommen. Ey, nein, 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 nein. Ich muss nochmal gucken, wie das mit der Karte hier so ist. Auf der Karte sind Ortschaften und andere Positionen von Interesse eingezeichnet. Sobald du dich bei einem Informanten in einem Restaurant über die Gegend erkundigst, werden alle wichtigen Informationen automatisch deiner Karte hinzugefügt. Sehr gut. Da will ich hin. Okay, kann ich noch nicht markieren. Konnte ich doch markieren? Warte, 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 warte. Zack, zack, zack. Ziel festlegen mit X. Ah, okay, okay, okay. Sehr gut. Ach ja, man merkt, einige Sachen bin ich noch von der PlayStation gewohnt. Oh, ich sehe schon. Ach, ist er hier schon. Ach, jetzt wird er mir gleich wahrscheinlich wieder mit dem Feuer irgendwas sagen. So. Magie und die Elemente. Um Magie einsetzen zu können, musst du Elementarenergie sammeln. Es gibt drei Arten. Feuer, Eis und Blitz. Du findest sie vor allem in der Nähe von Refugien. In deinem Vorrat ist dein Vorrat voll, kannst du keine Elementarenergie mehr aufnehmen. So. Nehmen wir natürlich alles mit. Ja, Lager hat er jetzt gefunden, festgelegt. Da haben wir Eis. In dieser Gegend auch völlig vom normal, dass es hier einfach so rumsteht und geerntet werden kann. So. Hier mal kurz das Smartphone auffüllen. Plupp. Und jetzt ab nach oben. Wollen wir hier campen? Ja. Zelten in Refugien. Beim Zelten werden die angesammelten Erfahrungspunkte auf die Stufen der Gruppenmitglieder angerechnet. Außerdem kocht Ignis eine stärkende Mahlzeit, die der Gruppe für den nächsten Auftrag oder für den nächsten Tag Boni für den Kampf gewährt. Zelten. Genug geschafft für einen Tag. Bleiben wir hier? Ja. Okay, ich baue das Zelt auf. Ja, schön aufbauen. SCS. Ach, die erste Frequenz. Nockt ist voll überfordert. Wo soll ich die Stühle hinpacken? Gladio hat's vorhin gesagt, aber wo sollen die Stühle hin? So. Ignis Kochkünste. Beim Zelten verwendet Ignis die Zutaten im Inventar, um Essen zu kochen. Je mehr Rezepte du sammelst, desto größer die Auswahl an Gerichten. Nutze die Effekte von Mahlzeiten, um dir das Kämpfen zu erleichtern. Wir können uns ein kulinarisches flammengerösteten Toast machen. Gibt uns immerhin plus 10. Also ich muss zugeben, wenn ich so einen Toast esse, wo nichts drauf ist, ist meine Motivation minus 10. Und Angriffskraft habe ich auch nicht. LP Maximum. Oh. Dampfende Reispäckchen. Boah, darauf hätte ich jetzt wieder Lust. Strammer Max. Angriffsstärke plus 30. Herzhafter Gemüseeintopf. Das hasst. Nockt es ja wie die Pest. Und das da finde ich verzweifelt. Knusprige Käsepizza. Wer soll denn von diesem einen Stück satt werden? Schützt vor Gift. Ich mache das. Nicht um Noctis zu ärgern, sondern einfach, weil ich darauf jetzt hätte Lust haben wollen. Ist das überhaupt noch Deutsch? Ach, ist das herrlich, wieder so zu verpeilen und zu verkacken. Huch. Angriffskraft Boost-Stärke 2, Angriffskraft plus 20 und LP Boost-Stärke 3. Sehr gut. Das Coole ist, man sieht die in der Frequenz das auch essen. Das finde ich super. Also. Wuhu! Wuhu! Kochen und Prompto hat Fotos gemacht. Unterwegs macht Prompto viele Fotos. Beim Übernachten zeigt er sie dir und du kannst aussuchen, welche du aufheben möchtest. Je mehr Erfahrung Prompto und Fotografieren sammelt, desto besser werden deine Bilder. Mhm. Speichern wir mal.
Okay, nein. Das mag ich irgendwie. Zack. Das ist ja... Wer denn? Zeig mal! Ach, niemand. Okay, irgendwas ist in dem Bild. Ist das aber da gewesen? Nein. Wimmelbildaugen. Das heißt, hier in dem Bild ist irgendwas, was nicht reingehört. Das sagt er nämlich normalerweise nur, wenn irgendwas im Hintergrund ist. Nein! 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 Ich habe weggeklickt! Da waren noch Fotos! Nein! Nein, 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 nein! Jetzt habe ich die Fotos nicht gesehen. Oh, Mano. Ich war zu verpeilt, ich habe die anderen Fotos nicht gesehen. Es tut mir leid. Der gute Teleprompto. Oh, ach, Alex. Ach, Alex. Jetzt habe ich das auch nicht vorgelesen. Was ist denn heute mit mir los? Ah, Tutorium. Über das Pausenmenü kannst du ein Tutorium starten, das dich in die Grundlagen der Welt und die Kämpfe einführt. Wenn dir Gegner Schwierigkeiten bereiten, solltest du dort das üben. Sid ist schon seltsam. Sid zog Sidney so liebevoll groß, wie er den Regalia gewartet hat. Ein normaler Mechaniker wäre damit überfordert. Alles in allem hat er ganze Arbeit geleistet. Aber wütend will ich ihn lieber nicht sehen. Ja, Sid bringt uns um, wenn seinem Goldstück was passiert. Keine Sorge, der Regalia ist bei mir in besten Händen. Tja, der Regalia. Was soll das denn? Was haben die? Ah! Boah, jetzt verjag ich mich wieder. Gott, geht die Tür hier einfach auf. Einen Moment mal kurz, ne? So, da bin ich wieder. Was macht Prompto denn da? Einmal nicht aufgepasst und schon, Und schon rennt Prompto mir mitten vor der Linse. Ich bin neugierig. Ich will wissen, was da drin ist. Also aufgeräumt sieht anders aus. Da sind ein paar Tränke. Da ist eine Lampe. Ein Buch. Ist das da unten noch eine Kamera? Ich glaube, das ist eine Kamera. Au! Jetzt habe ich mir wehgetan. Ha, ha, ha. Was haben wir hier? Sehen wir von der Seite nicht ein. Karten fliegen natürlich wieder rum. Die Karte auch. Da ist noch ein Drink. Aber nicht Ignis Café. Das Buch ist, glaube ich, das von Gladio. Weil das liest er ab und an im Buch. Und die haben Karten gespielt. So, so. Das habt ihr also alle gemacht. Gut zu wissen. Aber... wir haben was anderes vor. Und zwar die Quest weitermachen.
Und ja, Alex, mein Freund hat mich verjagt. Ich sah nur, wie aus dem Augenwinkel die Tür aufging. Und er so, was machen wir jetzt? Ich so, ich möchte streamen. Und er so, was mache ich? Weiß nicht. Yeah. Ach ja. Ich hoffe, der Ingame-Sound ist nicht zu laut. Weil bei dem Spiel habe ich das noch nicht eingestellt. Richtig. Zumindest habe ich das. Manchmal frage ich mich, ob wir je wieder in diesem wunderbaren Auto sitzen werden. Den ganzen Tag zu sitzen war echt angenehmer. Schlafen war noch besser. Ihr faulen Socken. Na gut, ich könnte nicht kämpfen, ich wäre schon längst tot, aber so ein bisschen rumlaufen in so einer Gegend. Wobei, wenn es richtig schwül warm ist, dann könnt ihr mich auch vergessen, dann habe ich keine Lust. Auf die Hörner. Ich glaube, das ist unser Freund. Ein Doppelhorn. Ja. Und zweifelsohne eine Mutation. Wir müssen unbedingt etwas tun. Mhm. Warte! Was denn, was denn? Der Knabe scheint ziemlich mies drauf zu sein. Echt jetzt? Macht er einen trägen Eindruck? Ja. Achtung! War ich gleich mit dem Sound. Mensch, Alter! Aber echt. Zu früh gefreut. Wie bitte? Okay. Wollen wir mal. Gib deinen Freunden im Kampf Kommandos, um die Chance auf großartige Kombos zu erhalten. Okay. Los, Gladio. Ja, Säbel kommt nur noch weg. Ah. Ah, umgeworfen. Sehr gut. Es tut mir leid, kleines Tierchen. Ha, besiegt. Wah. Dein Telefon. Ach nee. Ja? Hab gerade mit Dave gesprochen. Danke für eure Hilfe. Ah. Wir schulden euch was. Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Uhu. Und, ach so, wenn ihr möchtet, könnte ich ihn euch bei der Gelegenheit auch etwas tunen. Vater hat da noch was im Kofferraum verstaut. Vielleicht später. Vielleicht später. Schaut am besten mal rein. Alles klar. So. Stehen sie alle? Sehr gut. Dann gucke ich mal bei den Kommen Sounds. Wir noch mal zur Fahrerfrage. Bitte was? Von mir aus kann Ignis weiterfahren. Dito, der fährt wenigstens sparsam. Im Gegensatz zu mir. Ich glaube auch nicht, dass ich das hinkriege. Ihr lasst mir keine Wahl. Danke, Ignis. Mir ist hinterm Steuer einfach zu eng. Frage ich mich eigentlich, wie groß die alle sind. Einstellungen. Audio. Lautstärke. Dabei habe ich die Soundeffekte schon kleiner gemacht. Aber okay. Mal gucken, vielleicht reicht das ja schon. Müssen wir einfach mal gucken. Ab zu unserem Wagen. Wobei, nee, noch nicht zum Wagen. Wir sind ja jetzt hier schon mal in der Gegend. Okay, die sind da in der Gegend. Die alle so weit. Ne? Dann nehmen wir das nämlich. Weil wenn wir eh nachher nach Hammerhead müssen, können wir auch gleich direkt die ganzen Aufgaben machen. So. Außerdem hält unser Booster ja da unten immer noch an. Sehr gut.
lädt dann so relativ schnell auf. Ach, ich mag das Spiel. Viel weiter tragen meine Beine mich nicht. Auf sowas hat uns die Großstadt nicht vorbereitet. Redet euch einfach ein, ihr würdet zum Auto laufen. Ach, Mann. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Sidney wartet sicher auf uns. Vielleicht ist Sid mit dem Regal ja auch schon ver... Was ist das? Das ist... Ui. Alter, der war ja riesig. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Die Natur ist unberechenbar. Das kannst du laut sagen. Ja. Ist schon cool gewesen. Einmal kurz die Straße überqueren. So macht man das heute. Und ganz ehrlich, später werden hier auf dieser kurzen Strecke so viele Magitek-Motoren sein. Hey, schaut euch den an! Jetzt 3 Fähigkeitspunkte. Ja, nicht perfekt. Schlecht. Nicht schlecht. Nur 400 Meter bis zum Ziel. Mal eben die ganze MP verbraucht. Apropos. 37 Fähigkeitspunkte. Da war ja auch irgendwas mit den MP, oder? Luftmanöver, Warpsturz, Kommandos, Heilung. Da, erhöht die LP und MP-Regeneration durch Deckung. Aber so entdecken wir uns hier nicht. Ach Mann, Magie bin ich auch nicht so für. Das ist das Team, genau. Das Prompto einen weit entfernten Gegner mit angreifen. Das Kontergegner hätte ich angegriffen. Großschwert. Könnte ich eigentlich mal alles investieren? So. Statuswerte. Das ist das, was ich brauchte. Die anderen Gefährten nur das Doppelte ihrer jeweiligen Stufe ersetzt Gleicheffekt. Slot 2. Ach komm, nehmen wir das hier erstmal. Zack. Schön die Fähigkeiten aufbrauchen. So. Sehr gut. MP regeneriert sich gerade da unten auch. Och, da ist auch noch der Mauszeiger. Sehr gut. Wirklich? Ah! Schon wieder? Ja. Weg damit! Ach, da oben links wird das eingeblendet. Weg damit! Weg. Hallo! Wird es besser auch noch? Ja, doch! Wie fandst du das? Sauber! Hey! Wo kann ich mich denn hier rauf muscheln? Gar nicht. Ich habe hier keinen Punkt, wo ich mich ranwerfen kann. Sehr gut. Einfach mal zertrümmern. Lass mir nicht kurz einen Prozess. Ja. Ach, da ist ja auch noch einer. War jetzt nicht ganz so gut, das aber... Das war einfach. Ich habe das Gefühl, vom Sound hat sich jetzt wirklich nicht viel getan. Fertigkeiten. Nein, das war das Falsche. Einstellung, Audio. Gesamtlautstärke. Eigentlich müsste ja dann alles runtergeregelt werden. Ich mache jetzt das einfach mal ganz blöd.
Ist vielleicht ganz umständlich. Aber egal. Ach, wir könnten auch übrigens mal wieder speichern. So. Ach, da lang. Ich habe das Gefühl, ich höre keinen Unterschied, ob das Spiel jetzt wirklich leiser geworden ist. Wenn die Monster da hinten schon kommen, kann ich bestimmt auf diesem Felsen... Ist das lästig? Oder auch nicht. Ach, zu spät. Okay. Ich würde mich gerne irgendwo hochwarpen. Aber... Das schaffen wir doch mit links. Ich darf nicht. Ja, ist gut, habe ich festgestellt. Du kannst nicht warpen. Alle fit? Nein. Und wie? Weiter geht's. Ich dachte, ich hätte mich, könnte mich da oben dran festhängen. Aber nein. So, hier kann ich mich auch nirgendwo dran festhängen. Jungs, rennt der bitte jetzt nicht. Och, Leutchen. Häng. Ich brauche einen Felsen. Ich muss mich da doch draufsetzen können. Wobei, ehe ich diesen Felsen erreicht habe, ist mein MP schon wieder voll. Vorsicht! Ja, okay. Ach, den Felsen. Ah. Ich will den Felsen haben. Danke. Ja. In sowas bin ich sehr gut. Einfach hinzulegen. Ach, ich sollte auch mal Kommandos nennen, damit ich mich verbessere. Nice. Keiner verletzt, wie es scheint. Nein. Dann wollen wir mal weiter. Okay. Nächstes Aufgabenfeld. Ja, da muss ich ja wieder nach Hammerhead. Zack. Warte. War hier nicht... Ha. Wollte schon sagen. Da war doch hier noch eins, was näher dran... Ja, klar. 700 Meter näher. Ja gut, müssen sie halt wieder noch ein bisschen laufen. Sind die Juden ja gewohnt. Was ist das für eine unheilvolle Musik? Jetzt nicht runterfallen. Hä? Warum? Jungs, hier gibt's was zu tun. Ja, Freund, wo? Dann kümmere dich drum. Alleine? So war das nicht gedacht. War's. Und jetzt sitzen Los, wir hier fest. Vorwärts. Ja. Ja, wir sitzen hier fest. Ach, komm schon. Ach, naja. Wie habe ich schon gesagt, wir werden viel rumlaufen. So. Ach nein, wir müssen hier lang. Entschuldigung. So. Ich verstehe nicht, warum hier diese unheilvolle Musik ist. Ach ja, richtig schön angenehm. Irgendwie habe ich das Gefühl, gleich fällt wieder einer hier runter. Okay, er würde schon sagen, der will nicht warpen. Warum nicht? Und jetzt hat die Musik auch aufgehört. Also ganz komisches Verhalten von diesem Spiel.
Muss wohl irgendwo ein Monster gewesen sein, was wir noch nicht gesehen haben. Ist das hier ein Zelt? Ist das ein Refugium? Ist das heiß? Ja. Okay, also etwas, was nicht für mich ist. Nee, das ist nur ein einfacher, langweiliger Feld. Ich dachte, hier hätte man zelten können. Also könnte man bestimmt auch, aber... Die Jungs können das nicht. Nicht auf diesem Felsen. Weil da keine Runen oder so drauf sind, die sie nachts beschützen. Ach, sehe ich da hinten schon die Monster? Ja, ich glaube, ich sehe sie schon. Wie lautet der Plan? Frontal angreifen. Dann? Na gut, ich umgehe sie und greife von hinten an. Ah, oh, der Lanzer könnte ich ausrüsten. Soll besser sein. Ah! Mist, zu spät geworbt. Nee, dann bleibe ich lieber bei meinem Schwertchen. Mit Vergnügen! Komm, hoch. Oh, die sind Stufe 12. Gar nicht gesehen. Nee, ich will noch keinen Tank. Ja, doch, einen Tank muss ich jetzt. Was macht das? Ja, nein, nein, das da. Ich würde gerne dahin. Was hat sich das hin? Oder wo ist ein Monster? Okay. Wow. Ja, nicht wirklich. Jetzt schmerzt die Keile doppelt. Hau rein, Nacht! Geht klar! So. Wir machen alles platt. Ha! Diesmal habe ich es mitgekriegt. Aber ich sollte mich auch heilen. Ich finde diese Kombi so gut. Geschafft! Ja! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Was ist das? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Pfefferkotelett. Einfach ein neues Rezept. Nicht schlecht. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich nur noch eine Aufgabe. Das ist die hier vorne. Ungezieferbeseitigung. Und dann können wir den Regal hier abholen und weiter mit der Story machen. Ach ja. Und da steht ja auch bei Hammerhead so ein Wohnwagen. Dann können wir den nämlich auch benutzen und kriegen einen kleinen EP-Boost. Oh, da sind Viecher. Diesmal habe ich euch gesehen. Diesmal könnt ihr mich nicht überraschen. Ah, wieder mit euch Schnitzelviechern. Deine Witze. Ernsthaft? Ja. Ich habe dich gerettet, Ignis. Weiter geht's. Jo. Ach ja. Ich sag ja, spannend wird der Stream wahrscheinlich nicht wirklich, außer wenn wir halt mal kämpfen. Aber sonst wird viel gelaufen. Sehr viel. Es wird so viel gelaufen, dass die eigenen Charaktere hier sich auch schon beschweren. Aber, wenn wir jetzt den Auftrag fertig gemacht haben, können wir wenigstens den Regalia abholen.
und den Wagen. Ja, aber wir haben kein Pannenset. Ach, der ist sowieso kaputt. Okay, okay. Aber ab und an stehen nämlich an der Seite nämlich auch Autos, die man reparieren kann, indem man ein Pannenset dabei hat. Kriegt man noch extra Erfahrungspopel. Diese schwüle Luft. Ja. Oh. Ich glaube, die sollten sich gleich auch nochmal irgendwo hinlegen, weil sonst wird es nämlich spät und dann kommen die Starken sicher. Diesmal gebe ich die Befehle. Was? Aber lass kurz. Und auch für mich verständlich. Kurze Verständnis. Greift an. Los mit dem Elend. Oh. Danke. Auf welcher Seite stehst du? Sorry. Wie auf welcher Seite? So. Technik D. Vorwärts. Ja. Ja. Wundert mich nicht. Ich bin nicht sonderlich gut. Aber hey, bisher noch nicht gestorben. Muss man mir auch mal anrechnen. Warte, war hier nicht irgendwo... Da ist ein Zeltplatz. Aber wir können die noch mitnehmen. Da ist ein Auto. So. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Weil wenn ich gerade gesagt habe, ich bin noch nicht gestorben, dann ist das natürlich jetzt nicht nach. Ich glaube, wir werden schon früh genug sterben. Ja, dafür ist noch Zeit. Wie ist's hiermit? Das war einfach perfekt. Kann nur zustimmen. Ach, perfekt war, dass ihr mir den Arsch gerettet habt. Mal wieder. Ach, Mann. Oh. So, ich... Schon. Schon wieder? Sollen wir die auch erledigen? In einem Rollenspiel wäre das der perfekte Ort zum Erfahrungspunkte sammeln. Du bist so ein Nerd. Stufenaufstieg ist wichtig! Ja, natürlich ist Stufenaufstieg wichtig. Überraschungsangriffe. Greife einen Feind von hinten an, um einen Überraschungsangriff zu landen. Ein Überraschungsangriff kann zu einer Kombo mit einem Gefährt führen. Mit deinem Gefährt. Nord, greif den Feind von hinten an! Komm, komm, komm. Ah, nein! Dann nehme ich eben den. Ihr macht das schon, ne? Gladio, los! Sauber, Gladio! Nein, ich wollte Ignis drücken. Ach, Mann. So, jetzt aber. Markier dir mal deine Ziele. Ja, nee, komm. Ja, ich wollte da oben hin. Lass mich da oben hin. So, komm schon her. Shani hat geschrieben, ich muss mal gleich, ich muss gleich mal lesen. Wie sieht's da drüben aus? Wie sieht's da drüben aus? Ja, Prompto wurde unterbrochen. Von mir selber. Jetzt mal. Ich ist verlassen. Au. Ist okay. Ich komm klar. Ich komm klar, das sieht man. Ich komm eben nicht klar. Komm schon. Jetzt bin ich ganz raus. Komm. Einmal da oben hin. Schön, dass Noctis sich mal entscheidet, so eine kleine Wanderung hinzulegen, während seine Kollegen da unten alles machen. So. Ach, komm schon. Was besser aufnimmt. Ja, doch.
gebe mir ja Mühe, aber... Au. Ich konnte hier doch dran. Dann kann ich nicht da dran. Das riecht nach Ärger. Das sieht nicht gut aus für uns. Es wird immer düsterer und düsterer. Ha! Jetzt mal bin ich ausgewischen. Ich hab schon wieder keine Energie mehr. So. Ach, das verkackt zu reparieren. Das weiß ich doch. Nein, ich will keine Waffe heraufbeschwören, wenn ich einfach so schnetzeln kann. Oh Mann, hab ich vielleicht einen Durst? Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. Bin wieder da. Was habe ich verpasst? Wie oft ist unser Fussel schon gestorben? Hör mal, Shani, noch bin ich nicht gestorben. Aber ich werde es, wenn ich mir das jetzt so ansehe, wie düster es schon gerade ist. Okay, nach Hammerhead ist nicht weit. Nach Hammerhead ist nicht weit. Wir müssen irgendwie überleben. Indem ich erstmal mich verlaufe. Oh, bitte, 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 bitte. Hör auf, mich auszulachen. Ich versuche gerade nicht zu sterben. Hätte es das Ziel? Es ist gerade mal 19 Uhr. Komm, das schafft ihr, Jungs. Oh, das schafft ihr. Da hinten ist das schöne, strahlende Ziel. Ja, das klang gerade schon etwas am Verzweifeln. Ja, wenn ich einmal richtig raus bin, dann ist es noch schlimmer. Alles okay? Brauchst du eine Pause? Geht schon. Komm schon. Zeit für eine Pause. Ja, wir laufen doch schon gerade dahin, Jungs. Also echt mal. Hüp. Seht ihr? Sind jetzt da. Das heißt, wir geben jetzt die ganzen Sachen hier noch ab, kriegen Moneten. Pronto. Hilfst du mir beim Einkaufen? Ja, klar. Machen wir gleich. Wir müssen zuerst Sachen abgeben, damit wir Geld kriegen. So. Esst gib uns ihr Moneten. Auch ordentlich? Moneten! Jagdauftrag erledigt. Gute Arbeit. 740 Gil. Och, geht. Beeindruckend. 980 Gil. Klingt schon besser. Komm, da war noch was. Nicht? Falls ihr Fragen habt, schießt los. Was möchtet ihr wissen? Nochmal auffrischen. Pickt euch was raus. Nein, ist teuer. Geht ihr für uns auf die Jagd? Den habe ich noch nicht gemacht. Ich hoffe, es hat euch bei uns gefallen. Weil er dahinter ist. Oder? Aber machen wir später. Es ist jetzt schon 20 Uhr für die Jungs. Und die müssen jetzt schlafen gehen. Erfahrungspopel bekommen. Und das machen wir hier. Übernachten. Um angesammelte Erfahrungspunkte auf die nächste Stufe anrechnen zu lassen, musst du irgendwo übernachten. Wähle je nach Situation die geeignetste Unterkunft. Wohnwagen, EP-Bonus, aber kostenpflichtig. Hotel, hoher Erfahrungspunkte-Bonus, aber vergleichsweise teuer. Camp, positive Zustandsveränderungen durch Gerichte und kostenlos. Aber ich möchte das ja. Weil 1,2 Erfahrungspunkte. Ab ins Bett. Hm. SBS. Okay, so schlimm waren wir ja auch nicht. Frequenz. Also der Gasherd sah ja schon mal besser aus. Aber ich glaube, wenn es funktioniert und man darauf angewiesen ist. Und diese Stühle, diese Plastikstühle. Oh mein Gott. Die, wo sich der Dreck so sehr dran setzt, wenn man da nicht gut dabei ist, dass man da sogar mit dem Kerscher dran muss, damit man die wieder weiß kriegt. Okay, da fehlen aber zwei. Was haben die da? Ach, da sind sie ja. Okay, alle wieder da. Level 5.
Gladio, Überlebensstufe, Kochen, Wut auch, Fotografie, gut. Jetzt gucken wir, dass wir alle Bilder angucken, ne? Naja. Okay. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Wer zur Hölle ist das da hinten? Wer ist das auf der rechten Seite? Wer ist das da auf der rechten Seite? Das Bild muss ich speichern. Wer ist das? Da, die Person hier. Ich weiß nicht, ob man meinen Mauszeiger sieht, aber... Okay, sehr merkwürdig. So macht man das. Na, schon cool, wie du dich übers Schlachtfeld warpst. Ja, aber Ignis Gesicht sieht aus, als hätte er schon keine Lust mehr. Ah, sehr gut. Gut siehst du aus. Ach was. Gut zensiert, ja. Gutes Timing, Prompto. Ich finde das Bild nicht schön. Da bin ich eigen. Das hat schon was. Das würde ich mir speichern. Zu dunkel. Gladio, toller Schlafzimmerblick. Ach, Schnauze. Ach, wie gut. Oh, jetzt haben wir uns wenigstens alle Bilder angeguckt. Aber Ignis konnte jetzt nichts kochen. Was mich aber irgendwie stört ist... Genau, den haben wir nicht gemacht. Wollten wir eigentlich noch machen. Den werden wir jetzt auch machen, bevor wir den Regal hier machen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ah. Wo hast du denn die anderen gelassen? Ach. Ignis ist hier. Moin, moin. Morgen, ja. Ja, es wird morgen. Ja. Prompto, du hast auch ein Talent, im Weg zu stehen. Prompto ist bestimmt eine Katze. Wo ist Gladio? Ey, Jungs, wo habt ihr Gladio gelassen? Wenn Gladio nicht hier ist. Ach, da ist er. Oh, ich habe ihn nicht gefunden. Verdammt. Ja gut, gehen wir erstmal hier rein. Wenn wir gleich den Regalia kriegen. Hallo. Sieh dich einfach in Ruhe um. Ja, und zwar würde ich Musik kaufen. Besten Dank. Ja gut, wir verbrauchen jetzt natürlich wieder viel, aber das können wir nur einmal kaufen. Panset kaufe ich auch einmal. Das kriegen wir so. Alexia hatten wir... Ja gut, bleiben wir dabei. Wobei, ich werde wahrscheinlich... So. Man sieht sich. Mehr Heiltränke verbrauchen. So. Entschuldigung, Jungs. Lass mich mal kurz durch. Nockt! Sieh mal! Was denn? Was hast du gefunden? Reibung war gestern. Schmierfix ist heute. Ja, das hatten wir doch schon. Eine ganz schöne Auswahl. Ich weiß halt nicht, ob das was bringt, wenn wir dem nachgehen, was die da uns zeigen wollen. Oh nein, da steht der Regalia. Ja, aber den wollen wir noch nicht abholen. Wir haben eine Mission. Vielleicht sollten wir ein paar Zutaten zum Kochen kaufen. Gute Idee. Da wird Ignis sich freuen. Ja, aber wir haben jetzt schon ganz viel Geld ausgegeben. Na dann mal weiter. Ignis, weiter geht's. Einen Moment. Was? Okay. Dann eben nicht. Ich meine, wir könnten auch den Wagen nehmen und dann dahin fahren, aber... Wir wollen ja auch was von der Gegend sehen. Und wenn da noch ein paar Viecher sind, wollen wir ja auch ein paar Erfahrungspopel haben. Schwierige kleine Erfahrungspunkte. So, da laufen die beiden schon wieder. Ach, ist das schön. Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Mhm. Vorwärts! Ja! Nord! Ah. Augen auf! Ja, hab ich doch nichts für. Vortrefflich. Echtes Teamwork. Was war das denn jetzt? Oh, ich hoffe, ich mal wieder speichern, fällt mir ein.
Vorwärts. Ja. Jo. Gut, dass ihr euch da einig seid. Das darf ich nicht überspeichern. Uff. Gut, dass sie sich da wenigstens einig sind, dass wir vorwärts müssen. Ach ja. Ich meine, mit dem Regal hier wären wir deutlich schneller da gewesen und hätten uns auf Fähigkeitspunkte kriegen können. Aber das wäre ja logisch gewesen. Wir wollen ja die Jungs ein bisschen laufen lassen, wenn die schon gleich ihren Regal ja wieder kriegen. Oh, da ist er das. Sah aber nicht danach aus. 300 Meter? Ah. Glaub ich nicht. Ist das lästig? Klappe zu, Monster-Tor. Ja, niedergeworfen, sehr gut. Los geht's! Okay! Gut, und da ist das jetzt auch wieder voll. Los, Gladio! Buschwerk in den Weg. Dein Ernst jetzt? Jungs, ihr regelt das schon, ne? Ich komm gleich wieder. Ah, sehr gut. Automatisches Ausweichen. Es hat ja ohne dieses automatische Ausweichen wäre ich richtig am allerwertesten. Ein bisschen spät für Mitleid. Aber irgendwie habe ich Schuldgefühle. Die Natur kennt auch kein Erbarmen. Also töten wir. Wenn du so ernst bist, läuft's mir kalt den Rücken runter. Nett. Aber ja, recht hat er ja auch irgendwie. Außerdem können wir davon Fleisch kriegen. Ein paar Ressourcen. Oh, apropos Ressourcen, da ist auch was. Sollten alles sammeln, wenn wir schon so wenig Moneten haben. Ein Herz für Tiere! Nicht für mich! Nicht hier, Mann! Was? Hat, Noctis, nee, jetzt hab ich's gleich. Prompt und nicht vorhin irgendwas mit, viel gesagt? Danke. Ja. Nein, hab ich nicht. So. Ha! Ist da noch eins? Ja, habt ihr schon fertig gemacht. Sehr gut. Hallo! Sehr gut, her damit. Loot. Pelziges Riesenhorn. Das war das, wofür ich jetzt hier hingelaufen bin. Ich dachte, es wäre ein Elixier oder ein Trank. Kostet ja immerhin ein wenig mehr. Bald klingelt die Kasse, Leute! So, Stufe 7. Gucken wir mal. Mist. Ich muss mich selbst befreien. Hallo? Danke, Platz. Lass dich von nichts aufhalten. Deckst du mir den Rücken? Natürlich. Jetzt kann ich's. Niedergeschnetzelt, weil es kann. Au! Oh, schon wieder. Fallen deine LP auf Null, kannst du weder ausweichen noch warpen und dein LP-Maximum sinkt allmählich. Weiteren Schaden verringert es zusätzlich. Erreicht auch dein LP-Maximum Null, heißt es Game Over. Wow. Nach einer bestimmten Zeit erholst du dich aus dem kritischen Zustand. Wenn Pferde in der Nähe sind, helfen sie dir aber oft sofort aus der Misere. Oh, danke, Ignis. Verdammt. Blink. Ignis, los!
komm, markier die Ziele. Alles okay. Ich komm klar. Kommt das auch schon ziemlich angeknackst? Was gruselt ihr denn bitte? Verdammt, der Hammer. So. Ich hoffe, du machst ein bisschen mehr Schaden. No, ich muss mich wieder heilen. Oh, wir machen so ziemlich keinen Schaden. Hörst du auf, mich anzubruscheln? Ja, ich bin doch dabei. Ich glaube, die sind ein bisschen höher vom Level. Stufe 7. Also, wo wuschel ich mich denn mit dir hin? Nord! Verlass dich drauf! Was war das? Heilige Scheiße. Nein! Dank dir. Ich sag ja, ich werde so viele Tränke brauchen. So. Kurz einen Überblick zu schaffen. Los geht's! Okay! Honto, der ist schon tot, aber okay. Ach, komm schon! So, einmal hoch. Ignis, vorsichtig. Positiv. Ach, Mann. Danke. Danke. Gern. Hallo. Warum kann ich... Also manchmal ist das ganz komisch, dann macht er das, die Kommandos nicht. Ja. Oh mein... Das war knapp. Das war nicht schön. Das war hart. Geschafft ist geschafft. Das war echt kein toller Kampf. Also, wieder zurück. Auftrag abgeben, neue Heiltränke kaufen, die ich gerade verbraucht habe. Und unseren Regalia abkassieren. Haben gerade bis 11 Uhr. Geht ja dann. Schon wieder diese unheilvolle Musik. Wäre das jetzt der Punkt gewesen, wo jetzt irgendwelche Magitek-Motoren auftauchen würden? Los. Nein. Nieder mit den Schnetzeltüchern. So. Meine Technik ist immer mal miserabel. Aber egal, wir leben noch. Ich bin gespannt, wann wir das erste Mal sterben und vor allen Dingen weswegen. Weil der Gegner zu stark ist oder wegen der eigenen Trotteligkeit. Ich gehe davon aus, dass meine eigene Trotteligkeit sein wird. So. MP-Stase. Schön, dass es über meinen Kopf blinken lässt, wenn ich das schon weiß. So, dann geht's gleich Richtung Galdenkai. Da können wir, glaube ich, auch das erste Mal angeln. Lasst uns ein paar Knochen brechen. Ja, würde ich gern machen, aber... Ich bin dabei. Oh ja, Knochen brechen. Denk dran, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Sag's du. Du hast aber kein MP mehr. Na, kommst du her, du Gast. Hörst du auf, die Kinder anzubuscheln? Brillant. Ein Ausrutscher und dann brillant? Ja, nee, Ignis, entscheide ich mal. Ach, manche Sprüche sind halt super. Und manche sind einfach so vom Timing her einfach so, what? Ach, ist das nicht herrlich. Komm, ab. Ja, oh, Entschuldigung. Ja, blinkt Mist, über den Kopf. Ich hab Sand im Schuh. Schütt ihn halt aus. Ja. Genau, schütt den Sand schön aus. Boah, Sand im Schuh zu haben ist echt unangenehm. Oder halt, wenn man nicht die
wenn man gerade nicht die Zeit hat, weil man unterwegs ist, im Zeitstress, was auch immer, dann ist da so ein Körnchen. Was war das? So ein Körnchen. Das ist genau. Wir machen sie platt. Sehr hilfreich. Kann ich hier drauf porten? Nein, dieser Felsen ist nicht zum Porten gedacht. Uff. So, noch 300 Meter bis zum Ziel. So. Ich glaube, Prompto hat ein bisschen geschwitzt. So ein bisschen sehr. Ist das heiß? Ja. Ja. Ich bin ja schon gespannt, wann ich so weit bin, dass ich die einfach so die Nächte lang durchlaufen lasse. Die EP sammel und dann irgendwann einfach einen EP-Boost nehme und davon levele. Hüpf. Gleich sind wir da. Oh, Blutnase. Ach, komm, das meine ich halt, ne? Dieses Aufheben und dann springen. Ah. Das ist schon richtig lästig manchmal. Aber nichtsdestotrotz, Not. Das Spiel macht Spaß. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Ja, okay. Ich weiß, ich habe viel verbraucht. Aber zuerst müssen wir den Auftrag hier abgeben. Ob der Blitzer da drüben aus Insomnia kommt? Ja, kommt der. So. Oh, du bist der Freund von Zed. Ja, immer noch. Meine Jungs. Was? Okay. 1570 Skill bekommen. Ja, das nehme ich gerne. Das nehme ich gerne. Was kann ich für euch tun? Nichts, weil wir wollen unseren Regal hier abholen. Und Medikamente kaufen. Und in der Story mal weiterkommen. Der Wagen ist überholt und betankt. Jetzt. So, einmal da rein. Hallo. Ich möchte mein Geld hier lassen. Reinschaust. Ich habe 4 Heiltränke verbraucht. Besten Dank. Nehme ich mir noch ein Elixier mit. Nee, komm. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt auf zu unserem Wagen. Der da eigentlich schon die ganze Zeit steht. Und sie stellt sich auch schon Löcher in den Bauch. Hallo. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ist dafür auch hübsch geworden. Nicht wahr? Ist ja fast so schade zum Fahren. Mhm. Okay, dann lichten wir das Prachtstück mal ab. Oh, Prompto gibt dir die Kamera. Mhm. Erinnerungs- Gebt gut darauf acht. Ach ja, und Hoheit? Ja, was könnt denn ihr noch? Vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Die Boten spielen, ablehnen, Prompto entscheiden lassen. Prompto, komm. Prompto Max. Klar, für dich doch immer. Übertreib's nicht. Also, ich war so frei, die Fracht schon im Kofferraum zu verstauen. Auf dem Weg zum Galdinkai liegt ein Motel. Die Lieferung ist für den Besitzer. Ich zähle auf euch. Ah, so läuft das also. Sehr gut. Nockt. Was? Jetzt, wo der Wagen frisch gewartet ist, willst du dich nicht hinters Steuer setzen und selbst ein bisschen fahren? Ah, nee, das überlassen wir mal Ignis. Komm, Ignis, du schaffst das schon. Nee, das machst du viel besser. Wirklich? Ja. Gut, dann fahre ich weiter. Vor allen Dingen kriegen wir dann den Fähigkeitspunkt. Ignis übernimmt im automatischen Modus das Fahren. Wenn du im Menü ein Ziel wählst, bringt er dich auf kürzesten Weg hin. Nachts, wenn sicher die Gegend unsicher machen, fährt Ignis jedoch nicht. In diesem Fall muss Noctis das Steuer übernehmen. Ja gut, wir haben aber noch nicht nachts. Hallo, Regalia. Automatisch fahren. Aufgabenziel? Der Prinzenversand. So komisch, erstaunlich leer hier drin. Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Schön. Hallo, Musik. Jetzt können wir halt so gucken. Als Fahrer. Hammerhead,
Ist eine tolle Werkstatt, was? Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt. Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Hm? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Vielleicht freut sich eine gewisse Mechanikerin ja. Ach, daher weht der Wind. Kannst du ja den Regalia ausleihen. Oh, echt? Aber nee, wie sieht das denn aus? Wenn wir zurück sind, besorge ich mir selbst einen Wagen. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, ob man die Beziehung von Prompto und Sydney eigentlich verbessern kann. Oder ob das irgendwann mal relevant wird. Ich fände es schön. Guck, mit dem Regal hier ist das deutlich angenehmer. Wir müssen gleich mal gucken, wie viele Fähigkeitspunkte wir schon gesammelt haben. Also vom Regal ja jetzt hier nicht, aber... Stimmt, hier können wir noch neue Aufträge annehmen. Das ist so toll! Erfahrungspopel! Raststätte Langwell. Ortschaft. Oh, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln haben einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Hallo. Ihr seid mit der Lieferung hier? Ja. Vielen Dank. Lass den Wagen einfach stehen. Ich kümmere mich drum. Ach so. Er verscherbelt den Wagen. Ich wusste es. Stimmt. Hm? Umbra. Oh, Umbra. Eine Lieferung? Guter Junge. Der Hund hat echt ein gutes Gespür. Ist ja auch kein gewöhnlicher Hund. Immer wieder schön, dich zu sehen. Wartet mal eben. Eine Blume. Aus solchen haben wir unsere Kronen geflochten. Ja, ich erinnere mich. Silblüten. Nocht? Ja? Ich habe eine Bitte an dich. Würdest du dieses Buch bei deiner Rückkehr mit nach Hause nehmen? Klar. Und dann könntest du auch was reinkleben und es wieder zurück an mich schicken. Tja, was soll. Weltbrenn. Wir haben kurz im Video verstanden. Ich kann es kaum, dich wiederzusehen. Ja, komm, machen wir das. Kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ist die Frage, was er jetzt reingeklebt hat. Fertig. Pass gut auf dich auf. Du sagst es mir sicher sowieso nicht, aber... Dann spar dir die Frage. Wofür ist das Buch? War ein Versuch wert. Das stimmt. Unsere Pflicht ist getan. Wir sollten zum Galdinkai weiterfahren. Nein. Wie wär's mit Nein? Wo kommt der denn auf einmal her? Wartet mal kurz. Bei der Lieferung eben war auch etwas für Meldatio dabei. Meldatio? Du meinst die Jägerzentrale? Korrekt. Ihr Vorsitzender ist gerade vor Ort. Könntet ihr ihm die Sachen bringen? Nockt. Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Eine Nebenaufgabe wurde aktiviert. Lege im Menü unter Aufgaben fest, welche Aufgabe du erledigen möchtest, um Zielort und Inhalt der Aufgabe zu verfolgen. Hier haben wir das schon gemacht. Und zwar ist das die Aufgabe von Dave. Da. Da hinten ist er. Das war knapp. Das war knapp. Oh, Item. Nein, Item. Oh, hä? Ihr seid's. Okay. Danke für die Hilfe neulich. Eine Lieferung für dich. Ach so. Entschuldigt die Umstände. Und wieder ein paar mehr. Die Lieferung? Was war da drin? Das sind Erkennungsmarken. Schon mal welche gesehen? Jeder Jäger trägt so eine. Sind das Plaketten mit Namen drauf und so? Wenn du sie hast, dann heißt das wohl... Ja,
Wir leben ständig mit dem Tod. Und wenn's uns erwischt, bleibt nur das von uns übrig. Wir sammeln die Marken und schicken sie den Hinterbliebenen. War gerade im Begriff, die Umgebung hier nach welchen abzusuchen. Traurige Sache. Hört mal, wenn ihr zufällig welche finden solltet, dann liefert sie doch bitte bei mir ab. Okay, wird gemacht. Nicht weit von hier soll es neulich einen Jäger erwischt haben. Fragt am besten auch mal unseren hiesigen Kontaktmann. Mhm. Okay. Shani hat geschrieben, schon lustig, im Garten gerade das Beet zu hacken, während Kampfmusik läuft. Mhm. Ja, Leute. Erkennungsmarken also. Für die Hinterbliebenen wichtig, um Abschied nehmen zu können. Sicher nicht leicht. Die Armen. Können uns ja mal beim Informanten umhören. Oh. Hab vor kurzem meinen ersten MI gesehen. Echt Fotozeit! Oh, großartig! Das ist voll ins Bild gelaufen. Ja, nee. Ah, ist das gut. Beliebt bei Kindern wie Krähen. Kennys frisch frittierte Fritten. Am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Man schlemmert gut im Krähennest. Soll das ein Vogel sein? Voll süß, oder? Das ist eine Krähe, hallo. Hallo auch, ich bin's, Kenny Crow. Kennen Sie schon unsere neuesten Köstlichkeiten im Krähennest? In der Hauptfiliale in Altlestalung gibt's ein geheimes Spezialmenü. Der Konkurrenz immer eine Schnabellänge voraus. Krähennest. Energie durch Exineris und liegen Gesundheit und Wohl der Bewohner Lestalums mehr als alles andere am Herzen. Wir sorgen deshalb auch in Zukunft für eine störungsfreie Energieversorgung. Wir fördern mehr als Energie. Wir fördern Träume. Exineris. Mann, wie das duftet. Mhm. Okay, hallo. Willkommen im Krähennest. Hungrig vom Jagen? Ja. Was interessiert euch? Alles. Ah, Aufgabeninfos wurden eingezeichnet. Mehr nicht? Okay, dann müsste ich halt nochmal drauf drücken. Das ist hier los. Ah, sehr gut. Sammelzeugs. Überall. Schmeckt alles ausgezeichnet. Ist aber auch verdammt teuer. Nee, wir müssen Geld sparen. Alle schwere Brocken. Ach, nur nachts. Egal, nehmen wir an. Vielen Dank. Die Beute für die Jagdauftrag ist nachtaktiv. Der Jagdauftrag lässt sich da nur nachts erledigen. Nein, ich will dir erstmal nur annehmen. Gute Wahl. Oh, die mag ich nicht. Vielen Dank. Nein. Wir zählen auf euch. Ja, aber wir werden zuerst die Marken holen. Aufgaben, wo sind die? Prinzenversand. Ach so, da müssen wir später hin. In dieser Gegend wimmelt es in letzter Zeit auch von Raubtieren. Wo wimmelt es nicht vor Raubtieren? Da hinten. Oh nee, da nehmen wir den Regalia. Fährt der hier nochmal lang? Der hätte mich fast wieder platt gefahren. Zit, zit, zit. Automatisches Fahren. Aufgabenziel. Macht er nicht. Okay, dann eben nicht. Muss ich auch nur 200 Meter. Kriegen die Jungs schon hin. Da dachte ich, fahren wir endlich mal, aber nee. Gehen wir. So, los geht's. 94 Fähigkeitspunkte, nice. Warte. Wartemodus. Warte, erhöht den verursachten Schaden, wenn die Schwachstelle eines analysierten Gegners. Nee, das sind so. Nee. Das habe ich schon. Schokobos können wir später machen. Das sind so die Luxussachen, die man ja hat. Statuswerte sind halt ein bisschen wichtiger. Oh. 99, 99. Ja, gut, da müssen wir ein bisschen sammeln. So, was haben wir für ein Team?
Konto. Das ist für alle. Wir brauchen halt Schaden. Komm, das lassen wir mal. Kampf, was haben wir hier noch? Bitte verursacht Schaden, wenn Noctis bei Angriff sehr selbst keinen Schaden nimmt. Ha. Was haben wir hier? Kommandos hatten wir ja schon. Werden zwar nie, kaum oder gar nicht in Deckung gehen, aber haben ist haben. So. Einfach mal alles ausrüsten. Warte, wir hatten noch 10? Wir hatten noch 10. Haben wir überhaupt noch was, was wir für 10 ausgeben können? Nee, glaub nicht. Doch, warte, wir können was in Magie reinhauen. Oder aber auch nicht. Ach, schade. Tut mir aber nicht leid. Das trifft sie eigentlich ganz gut, wenn ich das jetzt so sehe. Wir haben nämlich jetzt im Spiel schon 17 Uhr. Spricht. Wir können die Nachtaufträge vielleicht. Flitterst du mit Luna nach der Hochzeit eigentlich direkt zurück nach Insomnia? Wie? Irgendwann schon. Aber sicher nicht sofort. Mann, kann immer noch nicht glauben, dass du heiratest. Wie fühlt man sich so kurz vor dem großen Augenblick? Wie immer. Ach, Noct, jetzt tu doch nicht so, als wäre dir das alles egal. Eifersüchtig? Bild dir mal bloß nichts ein. Hm. Ach ja. So, hier irgendwo muss das sein. Da vorne. Das kam von da drüben. Wie ich einfach nichts gehört habe. Aber ich sehe was. Hier entlang, glaube ich. Yep, der Marker sagt auch hier lang. Oh, hier gibt's Items. Erzfund, Leute! Da war doch noch was, oder? Nein. Das sind ein paar Punkte. So. Gott, den Gegner zu kennen, ist gleich die halbe Miete. Ja. Wenn man die Gegner aber nur niederschnitzen will, sind das scheißegal. Das ist ja richtig in Fahrt. So, nein, nicht halt. Was gibt es denn wohl? Gegner hat irgendwas ausgespäht, aber okay. Aber hallo! Oh, ich muss husten. Aufheben. So. Die Erkennungsmarke Dave bringen, aber... Schatten. Das ist da unten. Nee, dann nehmen wir das da zuerst. Nee, das ist egal. Das ist nachts. Fülle mit Elementarenergie, die du absorbiert hast, in Magieflakons ab. Die so entstellte Zauber kannst du in Ausrüstungsmenü anlegen und dann im Kampf einsetzen. Du kannst unterschiedliche Elementarenergien durch die Zauber mischen. Pass die Menge des verwendeten Elements an und füge gezielte Kanalisatoren hinzu, um Zauber aneinander zu ketten oder besonderen Zaubereffekt zu erzielen. Beispielsweise das Ziel zu vergiften. Ich habe keine Ahnung, aber... Ah, warte. Nein, weg damit. Das da will ich haben. Gib mir alles. Oh. Nein, nicht zurück. Ach, ich bin so tollpatschig. So. So. Synthetisieren. Ein Blitzzauber. Ausrüsten. Habe ich eigentlich neue Sachen bekommen? Oh. Nehme ich doch das hier. Das ist ein bisschen stärker.
einmal hier hin. Was haben wir hier? Nebenwaffe haben wir noch nichts. Auch nichts. Und Nebenwaffe haben wir gerade auch nichts. Okay. Ach, wir sollten ja noch speichern. Hier sollten ja auch noch speichern. Ich meine, wir sind zwar immer noch Stufe 5, aber... So. So, 400 Meter. Bis dahin ist es schon nachts. Und dann kriegen wir die Mission auch noch hin. Sag nicht, dass dieser riesenfette da ist dieser riesenfette Berg im Weg. Aber dann gehen wir halt links rum. Denn wenn ich richtig gesehen habe, ist links rum nämlich kürzer. Ich höre Monster. Aber hier ist was zum Ernten. Och, Jungs, komm, hier gibt's was zu tun. Ja. So, dann kümmere dich drum. Alleine? So war das nicht gedacht. Die Sachen aufheben. Ja, ich mogel mich hier raus. So. Ich mach's Licht an. Gute Idee. So, da haben wir uns hier noch rausgemogelt und unsere Sachen zum Aufsammeln trotzdem bekommen. Sehr gut. Und draußen sind die wieder am Diskutieren und am Reden. Das ist ja herrlich. Wartet mal kurz. Wartet mal kurz, weil die so laut sind. So. So, weiter geht's. Oh, bitte, 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 lass mich nicht draufgehen bei dieser dummen Aktion. Ach ja. Komm, Noct. Deine Ausdauer musst du ein bisschen verstärken. Erz. Ah, doch kein Erz. Ein Schatz, grünes Halsband. Oh, das wird knapp. Es ist Duster. Zappenduster. Da sind sie ja schon. Oder sind das die anderen? Ich glaube, das sind die anderen. Ja, das sind die anderen. Bald klingelt die Kasse, Leute! Ja. Dann mal los. Ja, ich bin so. Lanze ganz gut und das Ding ist schon wieder unheimlich laut. Gut. Ade. Ignis. So. Ach, haben wir doch noch ein bisschen. Denn gelernt? Dann wirst du dir ein. Ich glaube, ich krieg dein Junge. Das war Noct, sowas solltest du parieren, um eine Chance auf einen Gegenangriff zu haben. Ich wollte es parieren. Parieren und Kombos. Reagiere auf Anzeige zu parieren, um gegnerische Angriffe zu kontern. Und dein Kampfgefährten die Möglichkeit für ein Kombo zu geben. Ja. Aber nein. Verschwinde! Ich glaube, noch ein Kampfgeschenk drin war. Geht das nur los? Reichschwert wäre gut. Ich versuch das mal. Da, wo sitzt du denn bitte hin? Okay. Entschuldigung, ich würde sie gerne bekämpfen, aber ich habe kein MP mehr. Oh, so ein Breitschwert ist unheimlich langsam. Aber macht auch Schaden. Ah!
nee. Hey, Brennmeister! Geben wir uns jetzt peinliche Spitznamen. Das kannte ich ja noch gar nicht. Das sieht nicht gut aus für uns. Erstes Jagdziel erledigt. Das war knapp. Ja, das war hart. Mhm. Geschafft ist geschafft. Nachts ist das Reisen gefährlich, wenn dein Ziel weit entfernt ist. Solltest du lieber einen Unterkunft suchen und bis zum Morgen warten. Ja, nee. Da sind so ein paar Ziele, die wollen nur nachts rauskommen. Okay. Viecherchen sagen so, nö, keine Lust. Sind bestimmt hier irgendwo. Genau, da hinten. Ich rüste schon mal meine Magie aus. Im Wissen, dass ich bestimmt ein bisschen verkacken werde. Wow. Ja, kein Fan von mir. Ade, hier! Ja, die halten einiges aus, aber ich kann meinen Zauber noch nicht nutzen. Bist du okay? Ja, ich komm klar. Ich kann den Zauber noch nicht nutzen. Hey, sorry. Wow. Das sieht nicht gut aus für uns. Ja, dann heil dich doch noch. Wow. Moment mal. Elixier. Heilung für Prompto. Heilung für Ignis. Und Heilung für Gladio. No! Verlass dich drauf! Ja, gut, dass das so aufladen ist noch. Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Ne? Komm schon! Stimmt. Jungs! Deswegen habe ich ja Probleme. Ja, komm. Das wundert mich das nicht. Wundert mich das nicht. Sehr schlecht, dass ich. Danke für den Tipp. Also, dieser Kampf könnte ein bisschen dauern. Oder dazu führen, dass wir sterben. Es geht gleich drauf. Ja, gerne heilen. Und zwar Ignis. Wir haben nicht mehr so viele Heiltränke. Hm.
Prompto auf jeden Fall. Ja, solltest du. Wenn die EP eines Gefährten auf Null fallen, sind deine Fähigkeiten stark eingeschränkt. Los, Prompto, los, Prompto. Ach, ich bin selber kritisch. Ah! Erhol dich! Los, Prompto, los, Prompto. Da ist Prompto. Ah, helfen! Nein! Das tust du halt. Nicht der Rede wert. Danke, stimmt. Gut, dann nehme ich das Super-Elixier. Dann kriegt Prompto. Heiltränke haben wir gar kein mehr Elixier. Gladio das. Ich hab doch X gedrückt. Roger! X gedrückt halten. Ich hab X gedrückt, du kleine Taktbratze. Ach, verdammte Hacke nochmal. Prompto ist wieder. Prompto ist tot? Doch nicht. Prompto ist noch nicht tot, aber ich habe keine Heilung mehr. Keine Angst, du bist nicht allein. Prompto! Zum Glück warst du da! Prompto! Überlass das mir! Jetzt nur noch ein Phönixfeder. Sauber, bitte lass mich nicht mit den blöden Steinen sterben. Jungs, hilf mir mal bitte. Halt durch, ich komme. Ja, schön. Ich kenne meinen. Ich hab versagt. Phönixfeder, Noctis, ja bitte. Wenn dein LP-Maximum auf Null fällt, wird es dringend Zeit, eine Phönixfeder zu benutzen. Davon gibt es ja auch so viele. Um ein Game Over zu verhindern, denn der Charakter kann Beitrag geben. Ignis! Alles klar! Großartig! Wir verstehen uns! Ja? Du bist tot! Ja, aber... Prompto, bitte? Artige Probleme habe ich nicht vorausgesehen. Nicht gut aus. Oh! Oder so. Ja, jetzt ruhig. Oh, komm, das werde ich nicht schaffen. Ja, ich würde gerne helfen, aber... Oh, danke. Und ich habe keine Phönixfeder mehr. Das heißt, wenn ich jetzt drauf gehe, gehe ich drauf wegen so eine Scheiße. Mann, no. Sowas nicht sterben. Dann müssen wir das später machen. Weil ganz ehrlich, wegen sowas will ich nicht draufgehen. Uff. Es ist echt kacke. Jetzt haben wir alles Mögliche verbraucht für sowas. Wo haben wir einen Halbzeltplatz in der Nähe? Ich glaube, die tun sich nicht viel. Aber nein, das wollte ich nicht. Oh, ist das ärgerlich. Das ist so zum Kotzen. Aber gut, die Warnstufe 40. Ich wäre nämlich jetzt fast draufgegangen. Ignis sieht auch nicht gerade besser aus. Ach, ist das zum Kotzen. 3 von 5 besiegt. Speichert der sich das jetzt komplett? Das wäre einerseits ja cool.
wenn er sich das speichern würde. Aber nee, die sind Level Stufe 14, wir sind Stufe 5, soweit ich gesehen habe. Aber, Shani. Ist ja ganz schön frisch. Ich bin nicht gestorben. Was war das? Achso. Ich bin nur fast gestorben. Ich habe zwar alles aufgebraucht, aber... Nein! Nein! Soweit ich weiß, ist das Stufe 15. Komm, du, komm da hin, weg! Wir sind nicht gerüstet. Shani schreibt noch nicht. Ja, noch nicht. Aber immerhin bin ich nicht gestorben. Ich habe zwar keine Ressourcen mehr, aber egal. Das heißt, die machen wir jetzt nicht. Hier, Stufe 14 war die. Also echt mal. Die müssten wir eigentlich wieder zurückbringen, genau. Und die müssen wir auch zurückbringen. Machen wir gleich. Irgendwas hat gerade Geräusche gemacht. War das eigentlich schlau von mir? Eigentlich nicht. Weil da ist der Regal. Ja. Ich mache hier nur wieder Mist. Und guck mal, hier vorne war auch noch ein Zeltplatz. Ich laufe in die vollkommen falsche Richtung. Aber jetzt egal. Das ist nämlich jetzt... Ach ja, nein. Ach, komm. Wir leben sowieso gerade am Limit. Kann ich die jetzt nicht... Hä? Kann ich nicht? Ach so, okay. Ich muss auf die Karte drauf gehen. Ja, kein Wunder. Ja, komm. Leben wir am Limit. Wir laufen einfach hier rum. Ach, mein Beet ist gefühlt auch gerade noch ein paar Level über mir. Das Unkraut ist so hart. Ist das kalt? Zieh dir lieber etwas über. Sonst erkältest du dich noch. Ganz ehrlich, ich glaube, Noctis ist es lieber, wenn er sich erkältet, als wenn er stirbt. Was musst du denn noch bei deinen Beeten machen, Shani? Gesundheit. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Item. Wir sind in der Unterzahl. Erledigen wir sie einen nach dem anderen. Nein! 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 Das ist ein bisschen zu groß da hinten und zu viel. Deswegen will ich nachts eigentlich auch nicht unterwegs sein. Weil ich da nicht, überleben würde. Ach ja. Items. Hallo. Bitte nicht springen, ich will die Dinger pflücken. Ich will die Winger pflücken. Da fehlt noch eine. Kartoffeln. So. Ist das lästig? So, Monster tot. Ja, aber nicht mit uns. Ich meine, wir kriegen jetzt keine Erfahrungspunkte. Aber es ist mir egal. Wo will der mich denn jetzt da hinsetzen? Schatten. Ach so, deswegen will er mich da hinten hinwursteln. Ja gut, aber der Regalia ist da vorne. Das komplette große Beet entkrauten und ist viel. Wenn es nur ein bisschen Unkraut wäre, okay. Aber das ganze Beet ist voll davon. Das heißt... Das heißt, du hast so ziemlich mehr Unkraut als Erde überhaupt da drin. Ja, nee. Ich glaube, wenn wir Stufe 15 sind, können wir uns an einen der Dinger mal ranwagen, aber eh nicht. Ach, ich sehe da. Da steht Motel. So. Ja, genau.
Aber immerhin hast du ja Glück mit dem Wetter. Das Wetter macht richtig mit. Vorwärts. So, ja, danke, Ignis. Denke ich mir auch so, boah, da bin ich das erste Mal jetzt nicht so wirklich dabei. Also quasi mir so Sachen zu planen, rauszugehen oder so. Dann ist das Heil ja angekommen. Ja. Oh, warte. Ach, hier kann ich das nicht machen. Okay, aber wir können die Sachen da abgeben. Wir kriegen noch Erfahrungspopel. Willkommen. Ja, sehr gut. Willkommen zurück. 1800, gut, dann können wir uns wieder Tränke kaufen. Ein Snack vielleicht? Nein, danke. Nervennahrung wäre zwar schon ganz gut, aber... Wir müssen jetzt nochmal zu Dave. Warte, Dave war auf der Seite. Kriegen wir nämlich auch Erfahrungspunkte. Ihr habt die Marke gefunden? Ja. Vielen Dank. Ach, nicht der Rede wert. Diese Suchen stimmen mich immer traurig. Jede Marke, die man findet, schnürt einem die Kehle zu. Am besten nicht groß drüber nachdenken. Aber das ist natürlich viel leichter gesagt als getan. Trotzdem ist es wichtig, dass wir sie sammeln. Sonst bleiben die Jäger auf ewig vermisst. Und das wollen wir ja auch nicht. Nee, auf keinen Fall. Wir Jäger haben nun mal einen gefährlichen Beruf. Also sammelt die Marken ein, wenn ihr welche findet. Sehr gut, kriegen wir auch noch Erfahrungspunkte. Wenigstens ein paar. So, und jetzt können wir ins Hotel gehen. Supertrank 10. Oh, sehr gut, die können wir gebrauchen. Hier war, glaube ich, auch noch irgendwas da hinten. Blutnase und so. Geh weg. Und jetzt gehen wir ins Hotel. Guten Tag, der Herr. Was gibt's? Wir möchten gerne übernachten. Genug geschafft für einen Tag. Heute Nacht werde ich gut träumen. Meine Wenigkeit wird vom ganzen Hacken müde und daheim wartet auch noch der Haushalt. Ja gut, Wäsche gewaschen habe ich Gott sei Dank gestern. Oh, die spielen Karten. Haha. Und Gladio scheint ein gutes Blatt erwischt zu haben. Spielen die Schwarzer Peter? Es ist so schön, wie liebevoll die sich die Mühe gemacht haben, die Frequenzen zu gestalten. Talentstufe gestiegen. Findet nach Kämpfen gelegentlich Allheilmittel. Oh, ja, vielen Dank. Das brauchen wir. So überlichtet. Wow, das ist richtig gut geworden. Und der Regalia ist auch schön drauf zu sehen. Ich meine, das Foto hat ja auch Sydney gemacht. Oh, Umbra. Wird gespeichert. Prompto, dieser Stalker. Überlichtet. Oh nein! So, was hab ich. Oh, das sieht so. Oh, das sieht so verzweifelt aus. Oh, mein Leben macht keinen Sinn. Hier, ich hab ne Pulle. Wann haben die das gemacht? Okay. Du bist begabt, Prompto. Gutes Timing, Prompto. Also manchmal frage ich mich echt, was Prompto... nein. So, zurück. Ich hab's noch heute mit den Tasten. Oh, die müssen jetzt Sachen kaufen. Ganz dringend. So, wo hatten wir denn da? Da hinten rechts. Links. Ach, ich bin so gut. Und zwar tollpatschig gut. Oh Gott. Hallo. Schönen guten Morgen. Oh mein Gott. Her damit. Vielen lieben Dank. So. So. Jetzt haben wir wenigstens wieder eine Phönixfeder drin. Bis bald. So. Die können wir jetzt machen. Die 14er machen wir irgendwann später. Und dann machen wir den Prinz Versand weiter. Nockt, sehen wir uns das mal an. Was denn? Ach so, da vorne willst du angucken. Gut, gucken wir uns dieses Schild mal an. Hallo, Schild.
unterwegs in der Webersteppe vor sich vor Tauti. Typisch Tauti. Ah, ja. Und das war jetzt so wichtig? Na gut, aber... Oh. Ist das so weit weg da hinten? Tatsache. Aber da können wir mit dem Regalia hin. What? What? Da ist der Regalia. Orientierung minus 3. Bitte neu würfeln. So. Automatisches Fahren. Aufgabenziel. Da will ich hin. Neuer Tag, neues Glück. Ja, auf geht's. So, wir gehen hier in die Richtung später, wenn wir nach dem Galgen gehen. Heute äußerte sich auch Prinzessin Luna Freya von Tenebrae zu dem geplanten Friedensabkommen. Dass Lucis und Niflheim sich auf Frieden verständigen konnten, erfüllt mich mit großer Freude. Was meine Vermählung mit Prinz Noctis von Lucis betrifft, so möchte ich unbedingt Folgendes klarstellen. Besorgte Stimmen fragen sich, was nun aus der Kanagi wird. Kann ich diese Funktion weiterhin wie gewohnt erfüllen? Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich mein Amt unverändert ausüben werde. Wie gehabt, werde ich auch in Zukunft alle Regionen von Eos bereisen. Und meine Gebete werden nicht verklingen. Es heißt, dass Prinzessin Luna Freya in Vorbereitung der Hochzeit Tenebrae schon bald verlassen werde. Bis zur Schließung des Ehebundes werden all ihre Verpflichtungen als Kanagi ruhen. Die Hochzeit ist Teil des Abkommens? Natürlich. Reine Formsache. Soll wohl ein Symbol des Friedens sein. Also eher eine Art von Zweckehe. Nun, die Prinzessin scheint trotzdem nicht abgeneigt zu sein. Genau wie unser Nockt. Was denn? Etwa schüchtern? Schwör ab. Ach ja. Wenn man solche Freunde hat. Bei der Frequenz dachte ich jetzt gerade so, oh, 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 die wird bestimmt unterbrochen, wenn wir gerade ankommen. Bird ist hier lichtscheu und kommt erst nachts aus ihrem Versteck. Und wir haben 7 Uhr morgens. Ich hab's komplett verdrängt. Ich hab's komplett verdrängt. Entschuldigung, Prompto. Dann. What? Wolkenlos und klarer Himmel oder sowas. Keine Ahnung. Dann machen wir doch das hier weiter. Liegt ja eh auf dem Weg. Los. Ja, stimmt. Ich glaube, Ignis hat es ohnehin schon mit den Augen. Automatisches Fahren. Aufgabenziel? Der Prinzenversand, weil so lange will ich jetzt nicht nachts warten. Oh, okay. Oben ist ein Rastplatz gewesen. Oh, schön, das wäre der hier gewesen. Halt. Nein. Automatisches Fahren. Aufgabenziel. Nee, ist nett gemeint, aber Parkplatz. Nein. Da. Jetzt mache ich das jetzt so mal doch schnell. Weil wenn da das Zeltlager drin ist, dann können wir das doch mal eben machen. Gehen wir einkaufen. Ja, okay. Nein! Nein! Komm mit, Nock! Ich hab mich verdrückt. Was habe ich getan? Uff. Einfach nur uff. Ich wollte auch nur zum Parkplatz und dann habe ich mich verdrückt und dann hat er mich wieder nach Hammerhead geschickt. So. Ach Mann, ist das ätzend. Ja, mach den Wagen schön sauber. Jetzt glänzt der Wagen wieder wie neu. Mhm. Uff. Einfach uff, das ist doch zu... Mann! Ja, lass mich. Aufgabenziel. Zack. Ach, ist das kacke. Nein. Fahren Lasst wir. Nichts liegen. Okay. Wenn ich schon Fähigkeitspunkte kriegen kann, dann...
Ach, ist das so Mäusemelken. Mann! Ach, Mann. Na los. Fahr schneller. Das ist so ärgerlich. Mann. Da drückst du einmal irgendwas Falsches und schon bist du wieder in Timbuktu gelandet. Macht ja auch Sinn, da hinzufahren, ne? Im Arsch der Welt. Aber wie ich das oben sehe, dauert das ja Gott sei Dank nicht allzu lange. Einfach uff. Das ärgert mich jetzt am meisten. Ach, Mann. Soweit ich weiß, konnte man, glaube ich, mit Fähigkeitspunkten auch die im Kampf die Charaktere selbst wechseln. Ich weiß das aber, dass das bei der PlayStation-Version ging. Da wird das hier wahrscheinlich auch gehen. Ah, Mann. Ärgerlich. Da ist der Zeltplatz. Da ist der Zeltplatz. Ignis, Zeltplatz. Ignis, aussteigen. Halt mal an. Verstanden. Oh, danke. Okay, gehen wir zu Fuß weiter. Gerade noch gelesen, dass es da weit, dass es da ist. Also, nochmal zelten, dann kann Ignis nochmal kochen. Und dann gehen wir die Viecher nachts kaputt machen. Und soweit ich weiß, kriegt man jetzt die Frequenz nicht. Das kriegt man wollen nur wir hier campen? Ja. Genug geschafft für einen nein, Tag. Nein, nein, nein. Bleiben wir hier? Nachts. Okay, ich baue das Zelt auf. Ja, nee. Ich hätte bis nachts machen müssen. Ja gut, Ignis, komm, mach mal dein Essen. Also ich bin jetzt so zerstreut, das ist nicht mehr schön. Ich hätte jetzt auch gerne. Bei Edeka hatten die letzten welche, die waren aber schweineteuer. Wow. Das ist schön. Hat auch was. Muss ich Kitty zeigen. Du bist begabt, Prompto. Das andere fand ich besser. So. Wir hatten echt Glück, dass dein Vater uns den Regalia gegeben hat. Ja, besonders wenn ich an die lange Strecke denke. An Komfort und Platzangebot ist dieser Wagen nicht zu schlagen. Also, mir wäre ein normales Auto lieber gewesen. Wieso? Na, dieses hier ist nicht gerade unauffällig. Ah, Angst vor Fans. Vollkommen unbegründet. So rar, wie Nockt sich bislang gemacht hat. Ja, da ist selbst sein Friseur bekannter. Immer auf die armen Prinzen. Na, was tust du da, Noctis? So. So, und jetzt müssen wir wieder bis nachts, da oben geht's lang. Ach ja, ich bin so tollpatschig und klickt mich da dumm und dämlich hin. So, rasten. Bis abends warten. Ja, bitte. So. Feuer brauchen wir nicht. Hier, das lädt eigentlich immer dazu ein, dass hier irgendwelche Items sind. Ah, eine wunderschöne Wohnung. Hm, direkt bezugsfertig. Ist das nicht schön? Ja, doch, doch. Einen schönen Ausblick. Viel frische Luft. So, 7 Goblins müssen wir besiegen. Ist was. Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Tollpatsch, Debbie. Da, 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 da. Ja, genau, Shani. Tollpatsch, Debbie. Wieder am Start. Die Beute hier ist besonders lichtscheu und kommt erst nachts aus dem Versteck. Ja, hast du mal auf die Uhr geguckt? Guten Tag.
Hallo. Da ist jemand fotoscheu. Wo ist ein Prompto? Da ist Prompto. Guten Tag, Prompto. Was können Sie mir zu der aktuellen Lage sagen? Hm? Nichts? Okay, Sie langweilen sich. Verständlich. Ihr unterhaltet euch übers Wetter wahrscheinlich. Ah. Guck mal, es ist doch dunkel. Wo sind denn die Viecher? Goblin, 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 Goblin. Goblin, 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 Goblin. Na komm schon, Goblin. Ah! Schicken wir unser Revier ein. Nord, Hinterhand. Beschwöre für jeden Gegner die passende Waffe herauf. Kann ich Felix ja so besiegen. Bist ja richtig in Fahrt. Kinderleicht. Sehr gut. Nein, ich mag er noch. Mag wohl die ausgewogene Kost. In das Gemüse. Erledigen wir das schnell. Weiter so, Nord. Juhu. Das war einfach. Ja. Nee, da hinten muss ich gleich hin. Ich muss jetzt erst einmal nochmals zelten. Weil nachts fährt Ignis ja auch nicht. Ich meine, nachts könnten wir fahren. Aber das Problem ist, wenn dann eins dieser Viecher kommt und der Regal hier mitten auf der Straße stehen bleibt, haben wir die Arschkarte. Das heißt, wir müssen so oder so den Wagen dann stehen lassen und abhauen. Das wäre ein bisschen blöd. Oder aber kämpfen und draufgehen. Das wäre echt erst recht doof. Doof. Das wäre vor allem doof. Ach Gott. Lauf schneller, Noctis. Lauf. Nein, wir kriegen jetzt nicht so viele Erfahrungspopel. Endlich sind wir da. Schlafen unterm Sternenhimmel. Ja. Ja, doch. Viel kriegen wir jetzt nicht, aber... Schützt vor Gift. Beim Rennen sinkt die Ausdauer nicht. Her damit. Ich hoffe ja nicht mehr, dass wir so schnell so viel rennen müssen. Eine Pizza für alle. Das ist so unrealistisch, Ignis. Wow, 12 Erfahrungspunkte. Aber Ignis kriegt was. Und Prompto auch fürs Fotografieren. Dieses Verzweiflungsstück. Ekelhafte Goblins. Die Sicher gehören hier anscheinend zur Nacht, wie die Sterne am Himmel. Ja, leider funkeln sie nicht so schön. Ich könnte auf die Biester gut verzichten. In Insomnia war es sicherer. Da konnte man nachts im Park sitzen. Oder shoppen gehen. Ihr zwei Kleinen habt wohl ordentlich Heimweh, was? Na, hier kriegt einem doch nachts was in den Schlafsack. So wie deine Socken riechen. Ihr müsst euch einfach dran gewöhnen. Das kannte ich auch noch nicht. Oh Gott, ist das toll. Vor allem, ja, die beiden Kleinen, sagen die. Ich glaube... Prompto und Noctis, die sind, glaube ich, nur 1 oder 2 Jahre jünger als Ignis und Gladio. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ah, automatisch. Aufgabenziel. Genau, dann machen wir nochmal den Schwenker zurück. Das machen wir später und dann machen wir den Prinzenversand. Nein, komm. Lasst nichts liegen. Okay. Einmal bitte wenden, Ignis. Oh, er fährt also komplett rum. Okay, okay, okay. Geht so auch. Da liest Gladio gerade das Buch. Und ja, es ist das Rote. Seht ihr, das gehört Gladio. Hatten wir ja vorhin im Zelt noch gesehen. Ist nur die Frage, was er da liest. Aber hatte ich das doch noch in Erinnerung gehabt.
Guck mal, sowas merkt sich mein Matschhirn, ne? Aber ja, es ist irgendwas Wichtiges. So. Ja, quietschende Reifen. Einmal bitte parken, dann geben wir das ab und dann machen wir die Hauptquest weiter. Aber wir lassen uns immer so viel ablenken. Noct, lass uns im Krähennest essen. Nee. Schon wieder? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie dick das Essen dort macht? Ja, dann halt nicht. Hast du eine Ahnung, wie dick das Essen da macht? Wenn ich nur darauf achten würde, gesund zu essen, wäre ich A, arm. Echt unheimlich. Und B, würde ich wahrscheinlich mich nicht mehr wohlfühlen. Willkommen. Ohne Naschkram. Naschkram! Alles noch dran? Wir müssten jetzt Rang 2. Ja, Rang 2! Sehr gut. Jagdschrank. Es geht voran, was? Ja. Titanreif bekommen. Stets zu Diensten. Füllen wir die Dinger mal wieder auf. Hier ist die Speisekarte. Nein. Ist Guck, etwas jetzt für die euch beiden dabei? Noch machen, aber. Nee, danke. Also, hier, schleimige Schlacht haben wir ja sowieso fast verkackt. Kurz, und wir haben Mann, sie verkackt. Wie das duftet. So. Und jetzt auf zur Hauptquest: Der Prinzenversand zum Galdentei. Und wieder da lang. Aufgabenziel: die Prinzengarde. Lasst nichts liegen. Prinzenversand. Okay. So, los geht's. Wie ihr seht, viel Fahrerei. Ups, ups. Einmal links abbiegen. Ich finde super, dass sie darauf achten. Ach, jetzt sieht man es nicht, aber wenn Ignis abblinkt, dann ist das hier im Armaturen. Bei der Armatur sieht man das dann auch, dass er blinkt. Aber jetzt, wenn das... Ich muss. Und wenn Ignis einen Kaffee trinkt, ich weiß nicht, ob man die Maus sieht. Hier drunter unter den Zeiger. Da. Was ist das, eine Uhr? Ja, das ist eine Uhr. Unter der Uhr ist da so ein Fach, dann steckt er seinen Kaffee da rein. Das sind so kleine Feinheiten, die ich einfach an dem Spiel so liebe. So. Hallo. Ich würde gerne, dass Ignis einmal bitte blinkt, damit ich das zeigen kann. Aber soweit ich weiß, haben wir jetzt die Arschkarte, oder? Müssen wir gleich wieder tanken. Oh, ich muss den Regal hier definitiv aufwerten. So, komm, gleich blinkst du. Und wenn du blinkst, dann sieht man das da unten. Ach, komm schon, ich will doch einfach nur dieses blöde kleine Detail zeigen. Diese kleine... Ach, Mineralien. Hat er eingezeichnet. Finde ich auch super, dass er sich das automatisch dann in die Karte trägt. Komm schon. Achtet ihr eigentlich auf den Spritzer? Das Meer! Ich kann das Meer sehen! Oh, Tatsache! Das ist der Galdentei. Schwimmen, da, das da, wär's. Seht ihr? Dahinter... Da blinkt. Was ist das für ein seltsamer... Berg? Das ist eine Insel. Berg, Insel, wen interessiert das schon? Wir sind hier in einem Feriengebiet. Weiche Betten und Massagen, Leute. Und gute Küche. Die Fischgerichte hier sollen absolut fantastisch sein. Freu mich schon drauf. Das könnt ihr euch nicht leisten. Das könnt ihr euch nicht leisten, Jungs. Aber hey, da steht ein Wohnwagen und weiter hinten ist ein Rastplatz. Oh, und noch, das kann angeln gehen. Wir müssen mal nach Waffen gucken. Apropos, wir könnten noch acht Dinge verkaufen, glaube ich. Wie angenehm, andere Leute zu sehen. So, erstmal tanken wir wieder voll, damit wir es ja nicht vergessen. Weil ich habe keinen Bock, den Regal hier abschleppen zu lassen, weil wenn wir den abschleppen lassen, dann ist er wieder ein Hammerhead. Und ich sag mal so, einen komplett vollen Tank für 5 Gil. Wenn das ein Euro wäre, 5 Euro für einen komplett vollen Tank. Her damit. Der Tank ist wieder voll. Sehr gut. Hier lag was? Ja, da. Was ist da denn? Lesen.
Orik Gambels, Jagdtagebuch 4, ein verlässlicher Partner. Wir waren unterwegs nach Lestalum, aber bewegten uns stetig im Kreis, obwohl ich mir sicher war, nicht vom Weg abgekommen zu sein. Irgendwann machten mein Begleiter den Vorschlag, einen nahegelegten Flusslauf zu folgen. Warum war ich nicht drauf gekommen? Flüsse fließen selten im Kreis und über Hunger brauchten wir uns bei den vielen Fischen auch nicht zu klagen. Achso. Journalisten haben einen guten Riecher. Ich sollte mir den Kerl warm halten. Frittierte Fischspieße. Neues Rezept für Ignis. Hallo. Hoffe, es ist was für dich dabei. Ich hoffe, ich kann was verkaufen. Wertgegenstände. Ach, die kann ich alle verkaufen. Oh, ich hätte schon längst haufenweise Geld haben können. Wir sind im Geschäft. Wie viele habe ich? Das Pannenset darf ich jetzt gleich nicht verkaufen. Wie man häufig an Felsen findet, ist halt ein geringen Verkaufswert. Aber egal. Jetzt haben wir... Oh, wie viel Kohle wir haben. Oh mein Gott. Oh. Auto zu... Oh Gott, ist da viel. Rotsplitter. Achso, nee, das können wir verkaufen. Wir wollen aber kaufen. Ich will immer noch kaufen. Danke. Okay. Davon haben wir keins. Da hätten wir was für Noctis. Wir sind im Geschäft. Breitschwerter für Noctis und Gladio. Kaufen. Ignis hat es bereits. Einmal für Noctis. Nochmal. Rächer. Ich werde zwar keine Schusswaffen mit Noctis nehmen, aber egal. Ein Knöchelband, verziert mit dem Bildnis eines Soldaten aus dem Alter, erhöht die Vitalität. Oh nein, 1000. 1000, hallo. Ein bisschen aus Kräutern, erhöht die Willenskraft. Nee, das brauchen wir gerade nicht. Bis in Bälde. Nein, ich wollte... Oh ja, warte, das Speichern können wir gleich auch. Aber erst einmal ausrüsten. Uff. Das haben wir neu. Ist aber nicht gut für mich. Ach, Mist. Da hatten wir ja eigentlich nicht. Doch, den Jagdspeer. Ist auch nicht gut. Willst du mich vorne piepeln hier? Ah, immerhin etwas. Oh, stimmt. Ich kann ja noch eins aus. Gefährt unbegrenzte Ausdauer. Oh, das ist schon gut. Bei Gegner. Hm. Beschleunigt das Aufladen des Limit-Balkens, verhindert aber gleichzeitig das Aufladen des Kommando-Balkens. Nein! Dann nehme ich das da. Dann haben wir jetzt Gladio. Auch. Nebenwaffe hatten wir noch nicht. Rächer ist sogar schlechter. Och Mann. Ach, immerhin ist die Waffe besser. Okay, dann haben wir jetzt immerhin ein bisschen bessere Waffen. Einmal nochmal speichern. So. Angeln. Ich möchte einmal Angeln mit euch machen. Ich weiß, ich lasse mich immer wieder ablenken. Dickkopfmakrele und Galgen. Yeah, angeln. So motiviert sieht man dich selten. Ja. Ich werde es wahrscheinlich verkacken, aber mal gucken. Hier, schau mal. Lange. Was denn? Da habe ich doch gerade nachgeguckt, Gladio. An der, wenn das Küste beißen, ja. Hallo, Dude. Einmal angeln. Du hast deine Angelstelle erreicht. Hier kannst du nach Lust und Laune auf Fischfang gehen. Versuch es am besten gleich mal. Wähle zunächst eine Stelle, an der du deinen Köder auswerfen willst. Dein Marker auf der Wasseroberfläche reagiert, wenn sich ein potenzieller Fang in der Nähe befindet. Ja, nein, das wollte ich nicht. Hä?
Die ungefähre Position von Fischen wird auch auf dem Radar rechts oben angezeigt. Orientiere dich nach ihm und dem Marker. Ja, das weiß ich, aber... Ach, das ist der erste Fang, weswegen ich noch nichts ändern kann. Okay. Auswerfen. Der Köder ist ins Wasser eingetaucht. Du kannst die Schnur nun durchdrehen, der Spule einholen und so den Köder bewegen. Zieh die Angelrute dabei geschickt mit links und rechts, um deine Beute anzulocken. Ein Fisch ist auf deinem Köder aufmerksam geworden. Ja, kriege ich mit. Versuche ihn durch langsames oder unregelmäßiges Einholen der Schnur zum Anbeißen zu bewegen. Immer schön das Gewicht des Köders beim Auswerfen im Hinterkopf behalten. Fisch? Ein Fisch hat angebissen. Reiße die Rute blitzschnell in Richtung des Pfeils, damit der Fisch sich am Haken festbeißt. Das ist oben, ne? Der Fisch versucht sich loszureißen. Richte die Rute in Richtung des Pfeils aus, um die Schnurspannung zu verringern und ein Reißen der Schnur zu verhindern. Durch Drehen an der Spule schwächst du den Fisch. Jetzt kommt es auch an, wer länger durchhält, der Fisch oder deine Schnur. Am oberen Bildschirmrand siehst du, wie viel Ausdauer der Fisch noch hat. Na komm schon. Die Schnur ist extrem Belastung ausgesetzt. Bei roter Schnurspannung solltest du RT loslassen und kurz die Lage beobachten. Wenn das Blinken aufgehört wird, kannst du die Leine wieder einholen. Ja. Ah, bah. Ah! Komm her. Fischi, Fischi, Fischi. Hartnäckiges Fischchen. Aber ich muss Fische einholen, damit wir das auch hinterher verkochen können. Hartnäckig ist der Fisch denn diesmal? Ach, jetzt hat er aufgegeben. Oh, gut gemacht, Nacht. Tada! Hallo, Fine. Hast du neu angefangen? Ja, ich habe neu angefangen. Und zwar auf dem Computer. Also auf der Windows-Edition. Weil wir haben ja hier die PlayStation von meinem Freund angeschlossen. Und ich wollte jetzt nicht meine PlayStation noch anschließen. Zudem hätte ich jetzt keine Ahnung, wie ich das von der PlayStation auf dem Computer über Stream übertragen kann. Deswegen mache ich das hier einfach so. Gratulation, du hast einen Fisch an Land gezogen. Deine Fänge bescheren dir nicht nur Kochzutaten, sondern auch andere nützliche Gegenstände. Zappel, zappel. Wenn du Zutaten brauchst, dann orientiere dich am Radar rechts oben. Zum Kochen geeignete Fische werden durch gelbe Punkte angezeigt. So kannst du gezielt angeln, was du gerade brauchst. Je seltener ein Fisch ist, desto höher ist die Qualität, der erhaltene Zutat oder des Gegenstandes. Verbessere dein Talent und besorge dir gute Angelrüstung, um große Fänge zu landen. Ah, da. Okay, okay. Kein schockiertes Smiley, Fine. Einmal besser ausrüsten. Okay. Fischi, 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 Fischi. Fischi, 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 Fischi. Ja, ich hab den Fisch. Nicht übel. Neuer Rekord, Makrelenfilet. Ich will mal versuchen, ob ich einen dieser blauen hinkriege. Fisch, 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 Fisch. Falscher Köder, Fisch, Fisch, Fisch. Ey, Fisch! Der Fisch weiß halt nicht, was gut ist. Oh. Köder findet immer zurück zu seinem Besitzer für die Gewässertypen. Fisch geil. Fisch, Fisch, Fisch. Ja, komm her, du kleiner Fisch.
Guck mal, wie lecker dieser Köder aussieht. Sowas findest du nirgends mehr. So appetitlich, so wundervoll. Bah! Ha! Ha! Ich hab dich, du Kleiner. Was bist du? Wow. Leuchtbrasse. Neuer Rekord. Nice. Im Angelzubehörmenü kannst du deine Angelausrüstung jederzeit ändern. Ja, habe ich schon getan. Ich will hier alles leer kaufen. Aber mein Controller will nicht. Lieber Controller, ich würde gerne mal ich so ein Fisch-Angelzubehör da. Guck mal, das funktioniert komisch. Das hier ist das Menü für Angelzubehör. Kannst du jederzeit deine Angelausrüstung ändern? Habe ich schon getan. Wähle aus der Vielzahl an Ködern, Schnüren und Angeln. Je nach Situation die passende Ausrüstung. Ach, jetzt kann... Oh ja, verzeih. Auch erwischt. Dieser Vorführeffekt. Du hast einiges gelernt. Na. Neuer Rekord. Oh, so viel Kram. Ich werde hier alles wegfischen. Und dann machen wir weiter. Habe ich auch. Sehr gut. Was ist denn los mit mir? Normalerweise bin ich schlechter. Noct, freu dich doch mal ein bisschen. Oh Gott, wie süß. So, und dann habe ich jetzt nur noch den einen. Ich würde gern so einen richtig erbitterten Kampf zwischen Fisch und Angler sehen. Tat! Du bist ja in Höchstform. Na, der ist wirklich hartnäckig. Na, hör auf zu kurbeln! Kurbel doch gar nicht! Bitte, 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 das wird für mich reißen. Ich habe ihn! Boah, und die Haltbarkeit da unten rechts. Oh Gott. Oh mein Gott. Wow. Wow, nice. Atollmakrele. Oh mein Gott. Wechsel die Schnur aus, bevor sie dir reißt. Deine Schnur hat an Haltbarkeit verloren und ist anfällig fürs Reißen geworden. Behalte die Haltbarkeit immer im Auge und wechsel die Schuhe recht. Ja, im Angelzubehörmenü kannst du die Angelausrüstung jederzeit ändern. Ja, ich weiß. Ich hatte verdammtes Glück. Oh, jetzt habe ich hier alles weggeangelt. Einmal weg und neue Schnur kaufen. Ich hab's geschafft, oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Ja, Entschuldigung, ich muss einmal... Hallo, ich wollte einkaufen. Moin, moin, zum Küstenfischen hier? Besten Dank! Einmal will ich die haben, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir das alles. Sehr Bis gut. Hoffentlich bald. Ja, yep. Aber wir haben hier alles weggeangelt. Weg damit. Und ich weiß, hinten links, da irgendwo gibt es auch noch einen Angelplatz. Aber da gehen wir jetzt noch nicht hin. Weil ich habe gesagt, ich will ja auch mal die Mission weitermachen. So, hallo. Willkommen. Herzlichen Dank.
einfach mal alles kaufen. Das kriegen wir hoffentlich so. Hier sieht es noch ganz okay aus. Stets zu Diensten. So. Huch, da ist noch was. Lesen. Der Galdenkai im Süden von Leide an der malerischen Venasküste liegt dieses Erholungsgebiet. Berühmt ist es vor allem für die gute Küche seines Restaurants, das von der begnadeten Köchin Coctura unter dem Namen Zur Perle vor kurzem neu eröffnet hat. Ihre Fischgerichte werden sogar in Altissia berühmt. Früher befand sich an selber Stelle ein armes Fischerdorf. Mit der Niflheimer Invasion vor 150 Jahren fielen, mit Ausnahme von Insomnia, alle lutschischen Gebiete unter imperiale Herrschaft. Zwischen dem Galdenkai und dem imperialen Protektorat Accordo wurde eine Handelsroute eingerichtet und das Fischerdorf verwandelte sich in lebhafte Umschlageplatz für Waren. Gladio passt auf. Prompto ist irgendwo und Ignis ist am Handy links. Ach, das ist gut. Nach und nach wurde der Transport vom Wasser in die Luft verlegt und der Galdenkai verlor seine Bedeutung als Handelsknotenpunkt. Doch der rege Austausch mit Accordo hatte seine Spuren hinterlassen und das einstmals einfache Fischerdorf in einem Schmelztiegel exotische Einflüsse verwandelt. So ist der Galdenkai einer der wenigen Orte, die von den imperialen Besatzungen profitiert haben. Neue Informationen zur Region wurden im Archiv freigeschaltet. Stöber in der Galerie, im Hauptmenü in den Dokumenten. Uff. Ach, da ist Prompto. Eigentlich sollte ich ja jetzt so viel rennen können, wie ich will. Der ist auch schwierig da hinten, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, kannst du nicht einfach so irgendwas machen. Der ist hier dazwischen. Warte. Ungefähr da. Da seht ihr das? Da ist der. Muss man hier einfach mal komplett rum und dann ist der da vorne. Na. Willkommen am Galdenkai. Guten Tag. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Was? Ihr kamt, um in See zu stechen. Woher weißt du das? Doch, der Hafen ist geschlossen. Wer bist du überhaupt? Ein gestrandeter Wanderer wie ihr. Ich sehne mich nach meinem Zuhause. Und alles nur wegen des Waffenstillstands. Eine Sondermünze zum Friedensabkommen? Hä? Echt jetzt? So ein Quatsch. Das ist euer Taschengeld. Hä? Hey, sag schon, wer bist du? Sagte ich doch schon, ein Wanderer. Hä? Ja, klar. Ob es stimmt, dass die Schiffe nicht fahren? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Am besten, wir schauen mal nach. Vorzüglich. Ja, der Kellner meinte, er sei ganz frisch gefallen. So gut schmeckt's nur. Guten Tag. Herzlich willkommen bei uns. Einmal bitte Informationen. Ja, waren schon angeln. Auf was haben Sie denn Appetit? Da. 4.500 Gil, 2.000 Gil, 1.300 Gil, das geht ja noch. Aber wir könnten uns jetzt nur das hier gönnen. Komm, wir gönnen uns das. Nachher. Weil da kommt jetzt gleich noch was. Und dann werden wir so viel Lebenspunkte abgrasen, wie es geht. Mit diesem Getier haben wir unsere Probleme. Okay, nehmen wir an. Sieht recht gefährlich aus, nicht wahr? Ja. In Schale geworfen. Nehmen wir auf. Also dann, viel Glück. Und schon wieder nachts. Aber gut, die können wir besser besiegen als die Schleime, sagte ich mit Level 17. Aber müssen noch was leben. Also leveln, so. Aber wir nehmen sie erstmal an. Wünsche gutes Gelingen. Ja. Passen Sie gut auf sich auf. Mach ich. Und zwar nochmal speichern. Hier war irgendein Bild, das ich so niedlich fand. Da!
Ich würde gern wissen, wer die gemalt hat. Oder hätten wir noch einen Text? Bis zum nächsten Mal. Oh, die lese ich aber nicht. Die sind, glaube ich, ziemlich lang. Oder? Doch nicht? Aus der Kosmogonie. Die göttlichen Sechs. Der Riese Titan, so stark wie der Fels. Der Donnergott Ramu, so weise wie die Welt. Die Eisgöttin Shiva, so gütig wie frischer Schnee. Die Wassergöttin Leviathan, Gott, meine Augen. Leviathan, so tobend wie die Brandung. Der Schwertgott Bahamut, so stolz wie blanker Stahl. Und der Feuergott Ifrit, so hitzig wie tiefster Verrat. Dies sind die Götter, die Eos geformt haben. Okay. Oh, da gab es noch was, was ich machen wollte. Oh, das fällt mir was ein. Hallo. Wie wär's mit einer Massage? Gerne. Bitte, einmal. Kommen Sie hier entlang. Einmal quälen. Einmal. Also entweder riesen, richtig verspannt oder keine Ahnung. Er gibt auf. Schnief, schnief. Ah, Prompto ist hier in der Ecke. Das heißt, er hat was gemacht. Oh, Item. Einmal annehmen, Metallsplitter. Okay. Und einmal zur Mission. Oh, hä? Das ist auch was? Die Soluna-Fälle. Ein berauschender Anblick in Altissia. Aus Altissia. War das schon immer hier zum Anklicken? Hm. Okay, anscheinend weiß jeder, wo es lang geht. Fahrplan. Der Hafen scheint echt geschlossen. Weit und breit kein Schiff zu sehen. Aber wieso? Blutnase weiß noch. Hinten gibt es ein Item. Ein oder zwei? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eins gibt es auf jeden Fall. Ah, zwei Sachen. Die Mikage-Insel gilt seit Menschengedenken, da hinten, das ist es, glaube ich, als Menschengedenken, als Stätte der Götter. Selbst die Könige wagten es nur in Ausnahmefällen, einen Fuß auf den heiligen Boden zu setzen. Früher richteten Pilger von Galdinkai aus ihre Gebete zur Insel, doch dieser Anblick ist selten geworden. Die Insel ist von tückischen Riffen und gefährlichen Strömungen umgeben. Fähren und Fischerboote machen deshalb einen großen Bogen um sie. Gerüchte über seltene Fische locken aber dennoch immer wieder tollkühne Angler in die Nähe der Insel. Stets mit demselben Ergebnis. Entweder drehen sie rechtzeitig ab oder werden nie mehr gesehen. Hm. Okay. Und weiter geht's. Stimmt, da kommt ja jetzt auch noch was. Hallo auch. Weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt. Meinen Quellen nach hat Niflheim angeblich ein Embargo verhängt. Ihr müsst die Noctis-Truppe sein. Habe ich recht? Höchst erfreut. Mein Name ist Dino. Ja, als Reporter habe ich so meine Quellen. Von mir bleibt nichts geheim. Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört. Mhm. Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst, ich halte dicht. Allerdings wäscht eine Hand bekanntlich die andere. Okay. Lass hören. Was liegt denn an? 80 Erfahrungspunkte. Sehr schön, du fackelst nicht lange. Gib mal deine Karte. Hat ein Smartphone, aber braucht eine Karte. Hab euch auf der Karte eine Stelle markiert, wo es Rohedelsteine gibt. Die brauche ich für meinen Zweitjob. Im Gegenzug versuche ich, euch ein Schiff für die Überfahrt klarzumachen. Oh, und meinen Mund zu halten, natürlich. Mhm. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Nein. Anscheinend lassen sie niemanden nach Altissia rein. Gladio haut auch schon ab. Und
hier preisgekrönte Fotos der vierten Fotowippe. Ja, hoffentlich öffnen sie den Hafen morgen wieder. Der Typ hat uns ja direkt erkannt. Naja, wir verheimlichen es auch nicht wirklich. Er meinte, er sei Reporter. Wenn wir einen Artikel über uns vermeiden wollen, sollten wir uns gut mit ihm stellen. Hier sieht echt alles lecker aus. Super. Schön das Thema wechseln. Ach nein, darum. Das ist da hinten. Das war ein Ding. Das können wir machen. Das ist zu hoch. Und das auch. Aber die hier können wir noch machen. Und dann können wir den Deal mit Dino machen. Ist ja auch auf dem Weg. Wirklich wunderschön. Ah, es wird gerade düster. Ja gut. Dann werden wir uns... Ja, was werden wir eigentlich? Da hinten können wir nochmal zelten und dann kann Ignis mal... Oh! Katze! Eine Katze? Was ist? Gehst du spazieren? Hast du dich etwa verlaufen? Dann hast du bestimmt Hunger. Hunger also... verstanden. Warte mal eben. Jungs... Wir müssen hier irgendwas suchen. Futter, meinst du? Du könntest was angeln. Gute Idee. Das machen wir. Überall, wo sich ein Steg befindet, kann Noctis seine Angel auswerfen. Haben wir schon gemacht. Eine Angelausrüstung besitzt der Prinz bereits. Warum probierst du sie nicht gleich hier an der Venasküste aus? Wow! Katzen würden Fischfraß kaufen. So. Aber wir haben ja schon Fisch. Hier, frisch für dich gefangen. Wie? Magst du etwa keinen Fisch? Dann sehen wir mal, ob es im Restaurant was für dich gibt. Direkt uns den Rücken zugewendet. Also echt mal. Katze. Willkommen am Galdin Kai. Ja, wir waren ja auch so lang weg. Und ich sehe gerade, wir haben jetzt schon wieder 15 Uhr. Haben Sie vielleicht was, das einer Katze schmeckt? Erlauben Sie sich einen Spaß mit mir? Wie? Was? Nein, also, da ist so eine Katze. War doch bloß Spaß. Ich weiß Bescheid. Die kleine Mieze ist unsere beste Kundin. Es gibt nur ein Problem. Mir ist nämlich in diesem Augenblick ihr Lieblingsfisch ausgegangen. Um die Kleine zu füttern, müssten Sie mir also selbst einen davon besorgen. Köstlicher Duft. Vorzüglich. Ja, der Kellner meinte, er sei ganz frisch gefangen. So gut schmeckt's nur an der Küste. Wirklich. Ach ja, mein Freund hat das Talent jetzt gerade genau jetzt zu saugen. Ich meine, es ist ja schön. Duft. Aber uff. Vorzüglich. Da haben wir ja schon. Der Kellner meinte, er sei ganz frisch gefangen. Oh Mann. Ich glaube, einen Moment. Mist. Ich habe den Fisch noch nicht abgegeben. Ach, willkommen Mist. Am Galdin Kai. Ja, ich grüße ihn gleich nochmal. Mache ich. Aber der Stream dauert ja sowieso nicht mehr so lange. Köstlicher Duft. Ich glaube, dieser Fisch ist mein neues Leibgericht. Gute Arbeit. Haben Sie bitte ein Weilchen Geduld. Sie haben wirklich ein gutes Herz. Aber seien Sie vorgewarnt, Katzen sind sehr anhänglich. Und vor allem echte Gourmets. Das habe ich auch schon gemerkt. Die lassen sich nicht mit billigem Essen abspeisen. Hier, fertig. Bringen Sie es zu ihr. Köstlicher Duft. So. Katze, 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 Katze. Oh, vor allem mitten im Dunkeln. Hier ist dein Fresschen. Verwöhnte Diva. Ich glaub, sie mag dich. Meinst du? Vielleicht lässt sie dich nie mehr gehen. Eine klammernde Frau kann einen den letzten Nerv kosten.
So, das haben wir jetzt auch. So. Lauf, Noctis, lauf! Das ist ein Item. Echt toll, die Atmosphäre hier! Der Wind ist sehr angenehm. Ich muss schon sagen, gar nicht so übel hier am Meer. Ach, stimmt. Du warst ja eigentlich noch nie so richtig am Meer. Aber wieso denn nicht? Die Runen der Kanagi würden mich doch vor Gefahr schützen. Ach ja. Hä? Da ist was? Was ist das denn? Lesen. Orientierungslauf. Kontrollpunkt F. Dein Fleiß wird die Mutter mit Fisch entlohnen. Suche nach Ruhm oder Ursprung. Was ist es? Was denn? Oh. Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Oh, nice. Das wusste ich nicht, dass hier auch so ein Rezeptpotenzial-Ding ist für Ignis. Nice. Kämpfe für Recht und Ordnung. Ja, das wissen wir ja. Die müssen wir ja noch machen. Aber, wo ist denn jetzt das der? Da ist er. Hopp. Übernachten. Noct, heute mache ich dich fertig. Meinst du in King's Knight? Herausforderung angenommen. Da bin ich auch dabei, Jungs. Ja, wir haben ja jetzt nicht gekämpft. Und da zocken sie. Stufe 9. Ja, aber Ignis ist noch drin. Und er kocht nicht. Was macht er denn da? Der holt er den jetzt? Hier kann ich leider keine Kamera schwenken, was ich manchmal ein bisschen schade finde. Ah, ich glaube, er hat jetzt. Noctis hat, glaube ich, Ignis jetzt geholt. Ja, da ist er. Und jetzt zocken sie. Zu viert. Du bist begabt, Prompto. Da stimmen wenigstens die Lichtverhältnisse. Den speichern wir auch mal. Da sieht der noch richtig entspannt aus. Gutes Foto. Gott, da sieht Gladio so mickrig klein aus. Also nicht mickrig, aber klein. Boah, nee. Was? Oh Gott, die Haare. Auch kein Foto mit der Katze. Ihr zwei seid echt ein Herz und eine Seele, was? Was tun die da? Wir machen irgendeinen Mist wieder. Oh Mann. So. Da hinten? Okay. Blutschere. Ich dachte, die wären jetzt hinten am Strand, aber dann sind die hinten am Strand halt stärker. Dann können wir die nicht machen. Na dann mal weiter. Prompto, lass uns gehen. Schon unterwegs. Das ist ernst. Ups. Was denn? Was wäre nicht deine Stärke? Wieso ein Geschmack? Kennst du jetzt etwa ins Kochen? Ach, komm schon. Ist okay? Ja. Ich komme nach. Na, Mist, zu spät blockiert. Mann. Blockiert. Ach komm, da bin ich einmal wieder nicht am Blocken, wenn das X verschwindet und schon greifen die Dinger an. Ich komm echt nicht mit dem Breitschwert klar. Prompt, du musst geheilt werden. Danke, sehr aufmerksam. Sauber, Gladio. So. Bin dran. Ey, ich wollte den MP-Start verhindern, indem ich das geworfen habe. Sie ist gar nicht gut aus. Ganz gut. Das Ding kann sie auch nicht. Ja.
brillant. Ja. Kinderleicht. Uff. Das war knapp. Ja, das war hart. Geschafft ist geschafft. Ja. Aufgaben. Deal mit Dino. 700 Meter. Ach komm. Rennen wir mal eben hin. Müssen wir den Regal ja nicht extra tauschen. Tauschen. Rausnehmen. Ich meine, dann wären wir halt schneller, aber der fährt dann auch nur auf den Straßen. Und hier können wir einfach mal querbeet einlaufen. Ah, doch, das ist ganz gut. Einfach zu rennen, wie es mir will. Keine Ausdauerbalken zu, also keinen Ausdauerbalken zu haben. Alter, Alter, was ist denn los? Oh, okay. Da lang. Schlaucht alles ganz schön. Du sagst es. Ich glaube, hier ist jetzt irgendwo demnächst noch eine Fotostory mit Prompto. Ein Item. Ich habe sonst immer den Wagen genommen, aber diesmal wollte ich mal zu Fuß. Einfach mal den Warp-Angriff nutzen, um schneller zu sein. Alles ganz schön. Allerdings. Erstaunlicherweise sind hier keine Monster. Zum Mineralvorkommen begeben. Ich glaube, hier unterwegs... Entweder bin ich dann schon vorbei oder hier kommt noch. Nein, da kommt es noch. Auf der linken Seite oben. Da. Oh, was für eine hübsche Farbe. Ich glaube, die Splitter hätte ich behalten sollen. Bin mir da nämlich nicht mehr so sicher. Ist das der Ort, den Dino meinte? Glaube schon. Sehen wir uns mal etwas um. Ach ja. Wenn hier nicht so viele gefährliche Viecher wären, dann würde ich auch am liebsten in dieser Welt leben wollen. Aber dadurch, dass hier so viele Viecher leben... Ich glaube, da würde ich nicht lange überleben. Sag mal, müssen wir da hin? Weckt ihn bloß nicht auf. Süßes Vögelchen. Psst. Prompto, ich bin auch eine Schissfuchs, aber... Oh, da hinten ist auch noch was zum Einsammeln. Einsammeln? Ah, sehr gut. So
what I did. Schon das Gisakraut von unten gesehen. Eindeutig ein paar Nummern zu groß für uns. Dieser Einschätzung schließe ich mich an. Ganz ehrlich, ja, gut, dass wir nicht auf seine Speisekarte stehen. Mein Gott, reger Betrieb hier. Die Straße gehört uns. Naja, doch, mit dem Regal hier wäre es vielleicht doch ein bisschen angenehmer gewesen. Aber hey, es sieht schön aus. Vorwärts. Ja, immer noch. Oh. Was mich gewundert hat, man kann hier auch irgendwo... Nein. Nein. Irgendwo gab es eine Taste, wo man den Winkel ändern konnte, was mich richtig irritiert hat. Ich glaube, die Jungs, die wollen nicht leben. Dafür sind die echt lebensmüde über der Straße unterwegs. Oh, guck mal. Der Wind ist echt angenehm. Ja, das stimmt. Und runter mit uns. Oh, so schön. Also hier in so einer Gegend würde ich auch gern Urlaub machen wollen. Doch. Mit Sack und Pack. Alle lieben Wusels mit einpacken und dann Urlaub machen. Einfach so. Schneller, lauf schneller. Echt angenehm hier. Immer. Ja, stimmt. Wir sind da. Mhm. Darüber kann jetzt keiner drüber laufen. Da muss ich die Springtaste drücken. Oh, das ist so angenehm, nicht mehr auf diesen Ausdauerbalken zu achten. Ich weiß, was Final Fantasy 15 noch fehlt. Ich meine, gut, es gibt die Schokobos. Aber so ein Motorrad. Ja, doch. Willkommen am Galdin Kai. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Route wird neu berechnet. Dino. Ich dachte früher immer, hier wäre eine Treppe, aber keine Treppe da. So. Hallo. Oh, gute Arbeit, Jungs. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen.
Da kommt mir der Klunker gerade recht. Als Entschädigung gibt's auch eine kleine Info. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Der schrille Typ hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist, käme nicht jeder so einfach dran. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Wir könnten es in ein Zimmer investieren, wo wir schon hier feststecken. Legen heute wirklich keine Schiffe könnte. Ab? Nein. Anscheinend lassen sie niemanden nach Altissia rein. Na gut. Aber ich denke, das reicht für heute. Speichern. Ich meine, ich habe jetzt schon ziemlich lang gestreamt. Bin euch ziemlich lang auf die Nerven gegangen. Und ich überlege, ob ich hier einfach... Nee, ich warte einfach. Ich weiß nicht, inwiefern euch das Spiel soweit gefallen hat. Ist ja nicht wirklich viel passiert. Ne? Und... Ja, dann würde ich ja sagen, vermisse dich jetzt... Oh... Dabei habe ich doch schon am Samstag? War das Samstag? Genau, Samstag habe ich schon gestreamt. Jetzt habe ich gestreamt. Schon mehr als sonst. Aber immerhin, Final Fantasy 15 mal wieder gespielt. Oh, das ist toll. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Nein. Okay, ja, aber ich muss jetzt hier ein bisschen noch für morgen fertig machen. Die Arbeit ruft ja dann wieder. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr alle dabei wart. Das war ein richtig chilliger, toller Stream. Wir sind noch nicht gestorben. Hahaha, nur fast. Und beim nächsten Mal, ich weiß nicht, vielleicht machen wir dann nochmal Final Fantasy 15, aber mal gucken. Aber beim nächsten Mal geht's dann richtig los. Ja, du siehst gut aus. Hast fein gemacht. Anscheinend lassen sie niemanden nach Altissia rein. Ja, dann vielen, vielen Dank nochmal für den Stream. Habt noch einen schönen restlichen Feiertagsmontag. Ja, und lasst euch nicht ärgern. Tschüss. Hallo. Claudio kommt schon extra nochmal nach vorne. Tschüss. Husch.